Ja, moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von theyoungfamily.de und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, ich sag's mal jetzt so, Let's Test oder so, werde ich es glaube ich auch auf YouTube später nennen. Und zwar geht's heute um The Green Hell, oder Green Hell, besser gesagt nicht The Green Hell. Das soll wohl so eine Mischung sein aus The Forest und Ark oder irgendwie ein paar anderen Spielen, halt, soweit ich das so mitbekommen habe oder so. Ich wollte einfach nur mal so eine halbe, dreiviertel Stunde oder eine Stunde halt vielleicht mal so einen Test halt machen. Gucken, wie das so bei mir läuft, gucken, wie es so im Stream halt läuft. Und ja, wir werden mal schauen, ob wir da irgendwie eine Chance haben, irgendwie was zu überleben oder sowas halt. Ich werde mich aber auch erstmal das Bild hier umschalten, gucken, ob da alles richtig ist. Zack, so. Genau. Jo, sieht alles gut aus. Und ja, ich habe noch zwei, drei Leute im Teamspeak oder sowas halt. Leider ist es noch kein Multiplayer, es ist nur Singleplayer. Aber es ist halt ein Survival-Game, was wohl auch ziemlich schwierig sein soll, auch auf der einfachsten Schwierigkeit. Ja, ich werde es mal antesten und schauen wir mal, ob wir irgendwie überleben. Es gibt auch so einen kleinen Story-Anfangsmodus oder sowas halt, so eine Art Tutorial oder so. Ja, wie gesagt, wir schauen mal. Ne? Was ich auf jeden Fall noch umstellen werde, ist die Steuerung, glaube ich. Warte mal, Options, Controls. Oh, okay. Das stellen wir mal ein bisschen höher. Ach, Keybindings gibt es zum Glück auch. Und die Musik ist, glaube ich, noch ein bisschen laut. Laut meiner Anzeige. Ich glaube. Ja, ist noch ein bisschen laut. So, guck mal, aber das stelle ich gleich nochmal um. So, Sprint, Left Shift. Okay. Ja, okay, das lassen wir mal. Tatsächlich. Back. Zack. Jo. Audio. Machen mal Musik ein bisschen. Ich finde die Musik aber eigentlich ganz geil, muss ich sagen. So, wir machen mal so, aber so sollte das, glaube ich, besser sein. So sollte es laut Pegel eigentlich okay sein. Oh, Alter, Prime! Hast du mich erschreckt? Und natürlich ein freundliches Hallo an dich, Mann. Und ja, ich werde mir erst mit Teamspeak inmuten und ja, mal gucken, wenn es da zu krass wird oder so. Wenn ich muss halt natürlich immer gucken, da ich jetzt gerade ein Singleplayer-Spiel spiele. Aber wenn da zu viel dazwischen gequatscht ist oder so, muss ich mich da halt leider mal kurz rausnehmen. So, aber wir sagen erstmal Hallo. So, dann bin ich nämlich auch bei den anderen in Teamspeak. Hallo, lieber Prime. Willi ist am Start, Frank schläft, glaube ich. Und Buggy ist am Stissel. Hallo. Guten Abend. So. Ich würde die Cleveland auf jeden Fall behalten. Also das ist ein super gutes Schiff halt. So. Genau, wir wollen... Was ist Challenges? Was gibt's denn da? Campfire, Raft. Find to build a good resources. Campfire, Hunter, Fisherman. Okay. Okay, Challenges gibt es also auch schon. Ich werde aber, glaube ich, erstmal dieses Standard-Tutorial, was ich auch gerade kurz mal, wo ich das einmal gestartet habe, mal testen. Und zwar, Story, die volle Story ist leider auch noch nicht draußen, sollte aber wohl im Frühling jetzt irgendwann demnächst mal kommen. Genauso wie der Multiplayer, der wohl geplant ist, laut Roadmap bei denen, ist wohl tatsächlich, dass es halt auch im Frühling halt rauskommt. Frühling kann ja vieles heißen. Also wird es wahrscheinlich erst im Sommer halt kommen. aber wir schauen mal, tatsächlich, Creepjar heißen die, glaube ich, oder Creepyjar, ne, das Entwicklerstudio, von denen kenne ich jetzt tatsächlich auch noch nichts, ich hoffe, wie gesagt, es ist auch ein Early Access-Titel, momentan noch bei Steam für, ich weiß nicht, 16, 17 Euro, glaube ich, ja, und ich werde es einfach mal antesten und mal schauen, so die ersten Eindrücke mal auf mich wirken lassen, habe mir bisher nur ein, zwei Videos dazu halt angesehen, ja, wir machen mal Survival. Ja, Walk in the Park, Welcome to the Jungle und Green Hell. Na, wir werden aber auf jeden Fall, Hostile Tribes, Predators, Nutrient, Slow. Sanity, Hostile Tribe on, Predators on. Okay, was ist noch, also wir werden erstmal, ich habe gelesen halt, dass es auf der einfachsten Stufe halt auch schon ziemlich hart sein soll, ne? Bin mir da aber nicht sicher. Wir werden es mal einfach an der einfachsten Stufe mal testen, halt tatsächlich. Hier hatte ich mal kurz halt tatsächlich das schon mal angefangen. aber das war halt nur, um mal zu schauen, ob die Grafikeinstellungen sowas alles passen.
Und bisher sah es ja eigentlich ganz gut aus. So, wir schauen mal. Wir nehmen mal einen Empty Slot und schauen mal, was so passiert. So, Ladebildschirm. Loading. Ja, am Anfang gibt es halt so einen Mini-Story-Modus oder sowas halt. Und German Chicken, moin moin, auch an dich, Mann. Ich habe leider den Tutorial noch nicht geschafft, da ich heute etwas länger arbeiten muss. Deswegen fange ich auch jetzt gerade erst an zu streamen. Normalerweise 7:15 fange ich eigentlich nicht an. So, warte mal, es geht los. Aber ich werde das noch machen, falls du es noch nicht gefunden hast. Wir klettern. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. Warte mal, wir machen mal kurz die Dialoge ein bisschen lauter. So. So, Jim Chicken hat den Raub, ist dem Raub auch beigetreten, alles klar. Jawolla. So, back. Ja. You do know you have the walkie-talkie, right? Oh, ich hab ein walkie-talkie. Okay, hold T to use walkie-talkie. So, okay, also kann ich hier eine Antwort so auswählen tatsächlich. Ich rede mit der netten Dame da unten tatsächlich, die wohl meine Frau ist oder so, wie ich das mitbekommen habe. Alter, sind die Dinger, die Papageien oder was hier rumfliegt. So, warte mal. So. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Mhm. Was willst du denn finden? I bet you want to nap. What exactly? Nein, gut, nap. Wollen wir mal nicht machen, die schlafen, glaube ich, will sie nicht. Fragen wir nach. What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. So, call me crazy, my man. Aha, okay, jetzt, ich würde gerne rund... Oh, wow. Gut. Ja, ansonsten, irgendwie Left Shift oder so, sprinten ging bei mir eben gerade auch nicht, aber das ist wahrscheinlich noch, weil ich im Tutorial drin bin. Ja, ansonsten, ja, hier ist diese Welt natürlich, ja, und Call Me Crazy, ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Und, ja, hier fliegen Papageien rum, ziemlich viele, finde ich, aber ich glaube, die werden mich mal nicht angreifen oder so, ne? So, Big Stone, Pickup. Oh, okay, alles klar. Coos Drop. Wow, okay, alles klar. So, wir werden aber erstmal hier kurz der netten Frau von uns, have you tied down the boat? Oh, have you tied down the boat? See? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Mm-hmm. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still? Ja, hübsch ist hier, das stimmt. Still. We can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. Mm-hmm. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm, mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand. Dr. Higgins. So, bin mir ein bisschen erkältet, aber sonst super. Ja, mir geht's auf jeden Fall auch gut. Lieber Call Me Crazy. So, ja, wir sind jetzt hier natürlich auf der Insel halt und so wie ich das mitbekommen habe oder so, sind wir irgendwie so Antripodogen, beziehungsweise sie ist wohl irgendwie so eine Stammforscherin oder sowas halt, oder keine Ahnung, ne, oder erforscht irgendwelche Stämme oder sowas halt. Und, ja, hübsch ist auf jeden Fall schon mal hier, ne, erinnere mich, wie gesagt, jetzt schon am ersten Blick tatsächlich am Forest. Ich habe mal gerade geguckt, wo das Inventar halt ist. Hier ist das Inventar halt tatsächlich, hier hat man halt so einen Rucksack. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht, hier, okay. So sind die verschiedenen Sachen. Hier ist das Funkgerät tatsächlich. Was gibt's hier? Backpack? Craft? Ah, okay. Na, und dann kann man hier sowohl Sachen drauf craften oder so, glaube ich. Notebook? Was ist das? Ist das auch dieses Buch oder Map? Craft? Backpack? Achso, das kann ich... Oh. Okay. Moment. Ah. Okay. Ich kann mich meinen Arm angucken oder was? Aha. Okay.
Warum? Auch immer? Fuß auch? Ich wollte gerade sagen, Schuhplatter, so. Nein. So, aber warum? Okay, ich wahrscheinlich. Also, ich habe ein bisschen schon was gelesen und habe auch ein Video dazu gesehen. Ich weiß, dass man halt so auch Blutigel und so ein Shit halt bekommen kann. Wie komme ich hier wieder raus? Escape? Ah, okay. Gut. Ja, wir schauen uns mal um. Find a Camp ist unsere Aufgabe oben rechts. Das seht ihr jetzt gerade leider nicht durch das Overlay. Und ja, wir schauen uns mal um auf jeden Fall, was es hier so gibt. Und ich mach mal den Sounds. Ich muss das mal so ein bisschen fein einstellen. Daher, sorry, wenn ich jetzt kurz immer zwischendurch mal so unterbreche im Audio. So, wir machen es mal ein bisschen lauter noch, weil ich finde das Ambiente eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Back. Yes. Das ist jetzt besser. Mal kurz still. Ja, okay, laut des Ausschlages bei OBS sollte es jetzt eigentlich okay sein. So, kann ich hier irgendwie... Nee, kann ich nicht abschlagen. Okay, also mit links ist schon mal schlagen, das ist schon mal gut. Hier lag irgendwas, oder? War eigentlich was? Bücken, Steuerung, okay. Also in der Steuerung steht ja vorne dran linkes Shift halt, da kann ich sprinten. Ich kann aber anscheinend noch nicht sprinten, warum auch immer. Okay, wir achten mal drauf, ob wir hier irgendwas... Kann ich irgendwas abhauen oder so? Nee. Schauen uns mal ein bisschen um, was hier so geht. Okay, hier geht's anscheinend nicht lang. So, muss trainieren. Okay, hier. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und... Oh, Big Stone. Expand. Achso, Harvest, Destroy, Pickup. Okay, also wenn ihr rechtsklick drauf macht, kann ich damit auch Sachen halt machen, tatsächlich. So, nicht schon vorspielen. Nee, Milo, das ist nur tatsächlich das erste Mal halt reinschauen tatsächlich in diesen, ja, Tutorial-Story-Modus oder sowas halt. Und ich wollte halt gucken, ob das halt auch einigermaßen halt läuft. Ne, und ich werde mich ja halt natürlich dann nicht spoilern halt. Und sobald der Multiplayer dann halt draußen ist, werden wir dann natürlich zusammen, wie versprochen, halt zocken. Ich wollte halt nur die ersten Schritte halt mal gucken. Also, laufen tut's auf jeden Fall schon mal gut. Ich habe standardmäßig jetzt über 70 Frames. Ich habe es mal auf Mittel jetzt erstmal gestellt. Alter, was war das? Ne? Und, Stone? Take? Okay. Big Stone? Big Stone? Na gut, mit dem großen Stein, die kann ich ja nur in die Hand nehmen, oder? Oder kann ich damit noch irgendwas anderes machen? X, ne? Big Stone. Ja, wir lassen ihn mal kurz fallen. Alter. Ja. Und ja, wie gesagt, ich wollte nur mal reinschauen, wie du... Ich mache auch nicht so lange, eine Stunde oder so maximal, denke ich mal. Expand, Craft, Take, Harvest. Aber es... Take und Harvest ist, was ist denn der Unterschied? Harvest? Small Stick. Ah, okay, jetzt hat er den auseinandergenommen. Da ist noch ein Stein. Also wir nehmen ja grundsätzlich immer alles mit. Ich bin ja immer so ein alter... Ich habe Angst, dass hier irgendwas Giftiges ist. Ne? So, wie lange mache ich? Na, ich mache heute bis Ende, wie immer halt, ne? Hab nur 23, so 23% vom Akku, vom Handy. Ja, wie gesagt, keine Sorge, ich werde mich da nicht zu krass spoilern oder sowas halt. Ich wollte nur halt, wie gesagt, mal testen, ob es alles läuft, auch mit Stream oder sowas halt. Ja, wie gesagt, Frames oder so sieht eigentlich ganz gut aus. Laut der OBS-Anzeige sollte es auch nicht ruckeln. Und CPU-Auslastung, also beziehungsweise Grafikkarte ist tatsächlich auf 100% ausgelastet. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, aber standardmäßig habe ich halt, wie gesagt, jetzt über 60, 70 Frames gerade. Also es läuft sehr schnuckig. Und das Lustige ist, oh, arme Medu. Und was mir halt aufgefallen ist tatsächlich, als ich das Spiel gestartet habe, ne, ich habe ja vorhin gesagt, das ist so ähnlich wie The Forest halt, oder eine Mischung halt. Das ist genau das gleiche, genau der gleiche Startbildschirm wie bei The Forest halt, wenn du diesen Mini-Dings halt drin hast. Das war irgendwie ziemlich lustig. Leider konnte ich das im Stream nicht zeigen. So, kann ich hier irgendwas abbauen oder so? Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wo ich hergekommen bin oder wo ich langlaufen muss oder so. So. Ja, ansonsten, Medo, die Mini-Story hier oder so, die kannst du ja ruhig gerne schon auch vorspielen oder so. Das ist ja nur irgendwie so eine Einführung halt. Und ich wollte halt irgendwie einmal, so ein, zweimal überleben oder so, vielleicht irgendwie. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt überlebe. Oh, hier ist anscheinend das Camp. Ich habe irgendwie Angst, dass ich, wenn ich hier runterspringe. Kann ich springen? Oh ja, ich kann springen. Oh, er springt sehr angestrengt. Oh, doch nicht. Okay, er hat verschiedene Sounds beim Springen. So, so wie ich das da unten sehe,
ist da auch die Lebensanzeige halt und so eine Art Stamina oder was halt. Mausrad ist jetzt nix. Mein Dings klingelt schon wieder. Was piept hier? Was war das? Ich mag ja keine... kann ich hier rauf? Was piept hier? Geh mal an der Funkgerät. Ja, mach ich gleich. Ich wollte nur einmal kurz gucken, was hier noch so alles rumliegt. Kann ich hier irgendwie... Was ist das hier? Darf ich das? Ich hätte das gerne zum Aufsammeln. Okay. Kann ich hier vorangehen? Leider nicht. So. 160p. Oh ja, gut. Armer Medu, Alter. Ja, wie gesagt, du kannst dir ja nachher das auch das Video anschauen. Oder, ne? Ich denke mal, so auf dem Leppi sollte es, denke ich mal, auch laufen, halt. Das ist... Alter. War das eine Ratte oder was? So, wir schauen uns erstmal an. Wir, Call Me habe ich jetzt gerade als Aufgabe tatsächlich, aber wir schauen uns natürlich erstmal um. Ich habe hier gesehen, Small Stick. Also wir sammeln erstmal alles auf hier. So, solange ich sammeln kann. Ne? Ich als alter Loot-Messi muss natürlich da auch mal. Hier habe ich auch gesehen, was ist das hier? Lianen? Ah, okay. Achso, Hold to Take. Naja. Alles klar. Wir taken natürlich alles. Alles, was wir finden, nehmen wir mit. Und ja, ich sehe, dass mein Funkgerät klingelt. Also, ne? Aber ich werde gleich mal schauen. So. Komme ich hier auch. Gibt es hier auch einen Eingang in das Zelt? Oder habe ich das jetzt gerade wieder verpeilt? Okay. Hier ist anscheinend geschlossen für mich das Zelt, oder was? Oder kann ich da irgendwie rein? Hier wird es ja wohl keinen Eingang geben. Hä? Warum komm ich da nicht rein? Ich würde da gerne rein. Okay, also, Zelt scheint geschlossen zu sein. Gut, dann werden wir mal mit unserer netten Frau reden. Gucken, was die so will. Okay, I found the tent. Is everything all right? Ja, alles ist okay. Noch wurde ich nicht gebissen oder bin... Achso, ich muss immer drauf achten. It's not a 5-star, it's okay. Na ja, gut, 5-Sterne-Hotel erwarte ich jetzt hier tatsächlich auch nicht. Ich höre die ganze Zeit irgendwas quieken und piepen und irgendwas im Hintergrund oder sowas. Es macht mir echt Angst, dass mir gleich irgendwas mich anfällt oder ein Fuß beißt oder so. Ja gut, it's okay, würde ich sagen. The camp looks impressive. They put up a tent for us. There's even a fire pit. Was wo? Looks like everything's ready. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Perfecto. Hä? Und wo ist hier ein Fire Tent? Also ich habe keine Feuerstelle gesehen. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Oh yeah. Use your imagination. Ja, hätte ich gerne. Door open. Da liegt unsere Hun, Frau. Get the campfire started, please. Ich will da rein. Hun, get the campfire started, please. Ja, gut, ist ja gut. Hun, get the campfire started. Ja, please. Mann. Okay, ich darf also nicht zu dir. Sag mir das doch gleich. Blöde Kuh. So. Was soll ich dann starten? Find a tool to cutting trees. Ja. Was ist das hier? Note? Read. This is their land. Everyone comes to... Offen. Okay, alles klar. Das ist nicht zum Schneiden gedacht. Hier ist irgendwie so eine komische Maske. Hier irgendwo? Was ist das hier? Kann ich das vielleicht? Der springt immer so angestrengt, oder? So, hier liegt irgendwie... Ich weiß nicht, sieht aus wie so ein Laptop. Ne, darf ich hier drauf? Sieht irgendwie so top secret aus. Nee, gut. Okay, hier kann man auch noch was gucken. So, Rainforest Mammals. Okay, das sind so ein Tapire. Okay, können wir readen. Was haben die, muss ich davor Angst haben? Harmless. Okay, das beruhigt mich schon mal, auf jeden Fall. Also harmlos. Behind all danger, so much spiel. Small. Ich lese das jetzt natürlich nicht alles vor, ihr könnt euch das ja selber durchlesen im Stream gerade. So,
Wer geht schon mit seiner Freundin campen? Ja, Frank, ich schon eigentlich, aber die meine wäre nicht so abweisend. So, darf ich vielleicht jetzt rein? Warte mal, wir probieren es mal. Han, get the campfire started. Ja, ich gehe ja schon. Please. Zicke. So. Camp started, ja. Ich muss irgendwas zum Schneiden finden. Und, ja, Frank, ich mach nicht so lange. Ich wusste nicht, ob du... Oh, ich habe eine Machete gefunden. Und hier ist noch eine. Doppelmachete. Kann ich auch zwei nehmen? Und das Game, was ich hier gerade teste, ist halt noch Early Access halt. Ist halt, eine Mischung aus Forest und Ark soll es wohl sein halt. Leider nur Singleplayer gerade. Soll aber wohl noch, ja, zum Multiplayer halt werden, laut der Roadmap. So, hol C. To open the Singleplayer Notebook. Okay, C. Ah, okay. Hier habe ich dann so eine Art Menü. Map. Map habe ich noch nicht gefunden. Craft. Notebook. Okay, Backpack. Okay, wir gucken uns erstmal das hier an. Ah. Ja, kommt mir sehr bekannt vor aus einem anderen Spiel. Nur bis hier das tolle Lämpchen fehlt. Ne? So, hier habe ich jetzt irgendwie was. Okay. Macro-Elements. Effects reduces maximum condition. Always drink. Okay, das ist klar. Meat is the best source of Proteine. Ist auch klar. Carbs, natürlich Fruits. Ist klar. Nüsse für Fett. Okay. Ja gut, das weiß ich als Koch tatsächlich. So, was gibt's hier noch? Muss ich hier irgendwas durchlesen? Ach, hier geht's noch weiter. So, Sanity. Effekte Halluzinationen. Was? Wie Halluzinationen? Aus Battlefield und Call of Duty? Nee, nicht ganz. Also es erinnert mich tatsächlich mehr an The Forest, muss ich sagen. Jetzt gerade auch mit dem Buch und sowas halt. Du siehst ja die Menüführung und sowas halt. Aber Halluzinationen, okay. Known treatment. Consuming items with natural anti-stress component increases sanity, okay. Alles klar. Kriegen wir hin. So. Choose a place for small fire. Das soll ich auch machen. Also das heißt, ich muss wahrscheinlich irgendwas craften. Sleep. Sleepen kann ich hier auch, okay. Map. Map habe ich leider noch nicht. Notblock. Craft, oder? Oh, okay. Hier oben sind schon mal jede Menge... Ich hoffe, man sieht das durch das Overlay. Ja, sieht man. Ich nehme an, das hier ist Feuer, oder? Oder auch nicht. So, was ist das hier? Ah, hier habe ich irgendwelche Steine. Unsere geilen Macheten. Okay. Was ist das hier? Hier haben wir irgendwelche Seile. Ah, okay, das sind die Lianen, die Sachen, die ich aufgesammelt habe. Und man kann hier tatsächlich, wie in einem anderen Spiel, das auch so reinziehen. Okay, okay. So. Wie crafte ich das jetzt? Ach so, holt oben das hier, sagt Notebook, dann... Okay, alles klar. So. So. Then select a fire. Then select fire bookmark. Gibt's hier irgendwo fire? Nee. Muss ich doch craften oder nicht? Da bin ich doof. Craft? Schon im Tutorial scheitern. Das ist wieder typisch Devil Mouse, Alter. Ja, wie crafte ich das denn? Ich würde gerne craften. Okay, also wenn ich crafte, kriege ich hier so ein Steinchen angelegt. Erinnert mich, wie gesagt, sehr an das Inventar tatsächlich. Wie crafte ich das? So, holt sie, aber hier gibt es kein Feierdings, oder bin ich doof? Backpack? Achso, nope. Ja, okay, alles klar, das hier. Und dann hier wahrscheinlich, oder? Achso, okay. Ah, okay, okay, okay. Small Stick und Sticks, alles klar. Ah ja, ne? Kommen mir auch sehr bekannt vor. Gut, Feuer. Ja, hier so vielleicht, wo man sich dann so vielleicht hier raufsetzen kann, so. Create, Rotate und Cancel. Ah, okay. Und dann kann ich das hier auch so reinpacken. Was? I
can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Warum funkst du mich eigentlich an, wenn ich hier draußen bin? Darf ich jetzt rein? Hun, get the campfire started, please. Oh ja. Alte Zicke. Nur weil ich eine Machete in der Hand habe. So, ja, wir schauen uns das... Kann ich jetzt... Ah ja, ich kann sprinten. Uah. Hier sind überall Mäuse und so ein Scheiß. Und alles piept und quiekt hier. Guck mal, hier ist noch eine Machete. Brauche ich drei Macheten? So, Ah, okay. Ah ja. Ihr seht, ne? Sehr bekannt aus einem anderen Spiel. Ich brauche aber noch ein paar Sticks halt. Kann ich hier irgendwie auch so vielleicht... Okay. Ja, kommt mir auch bekannt vor. Also Sticks bekommt man schon mal so. Das ist schon mal gut zu wissen. So, wir sammeln hier natürlich alles ein. Okay. Ja. Small Stick. Darf ich nicht mehr? Drop. Was kann ich damit machen? Expand. Harvest. So kann ich das zerlegen nochmal. Ah, das gibt Sticks und... Also es gibt verschiedene Stickgrößen sozusagen. Okay. Ach, aus einem haben wir 7 oder 8 Dinge halt bekommen. Genau, Patrick, spam die Sub-Emotes. Oh yeah. So, mit Q, E. Ich will nicht... Achso, habe ich noch keine Small Sticks? Und mal, wie war nochmal Inventar? Tab. Macheten. Sind das keine Small Sticks hier? Achso, Moment. Remove. Expand. Harvest. Ah, macht er jetzt daraus Small Sticks. Ah, okay, alles klar. Okay, dann machen wir noch einmal. Harvest. So. Der alte Spam jetzt macht das wirklich. Okay, also jetzt müssen wir was haben, oder? Darf ich das jetzt hier reinlegen? Insert. Brauche ich noch mehr? Okay, alles klar. Ach, jetzt fehlen mir nur normale Sticks. Alles klar. Dann werden wir das hier auch mal harvesten. So, jetzt haben wir Stick und Stick bekommen. Okay, rechts seht ihr das, aber... Okay, ja, so. Jetzt fehlt mir ein Stick oder was? Ernsthaft? Und alles piept und quiekt hier und ich will... Ich will diese Mäuse hier töten oder was hier rumpiept. Ich weiß nicht, was hier rumpiept. So, warte mal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Sticks. Wir sammeln aber gleichzeitig auch noch Lianen ein. So. Ja, Lianen, immer gut, wenn es direkt Seile sind. Vor allen Dingen steht da mal 6 und 7. Sind das so viele Sachen, die ich auf einmal aufsammle oder was? So. Habt ihr eigentlich in Ring of Elysium einen Win? Ja, hatten wir schon. Tatsächlich auch in meiner kurzen Zeit, wo ich das gespielt habe. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Stick. Die Machete lasse ich mal hier. So, kann ich hier auch diese großen Dinger fällen? Au. Passiert hier? Passiert hier was? Machete plus ein... Okay, okay. Banana Leaf. Okay, kann ich das auch? Oh, ja. Okay. Wir droppen das mal. Brauche ich bestimmt noch für irgendwas. So, wir müssen das wieder expanden und harvesten. So, jetzt sollten wir aber hier das voll haben, oder? Insert. Yeah. Okay. Users, wir werden schon wieder angerufen. Also Funk, ne? Frau macht sich wieder bekannt. Alles klar, kann ich hier... Use tool to create Amber, okay. Wir werden mal kurz hier mit unserer Göttergattin reden. So, und fragen mal, ob sie ein Feuerzeug hat. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Bring mir ein Bier mit. Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Haben wir keine Feuerzeuge bei? Yeah.
Ernsthaft? We have no fire. Haben wir so ein Feuerstein? Not a single lighter, nor box of matches. Keine Streichhölzer. Naja, Streichhölzer hätte ich eh nicht mitgenommen. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. So, Handrill. Okay, also wir haben jetzt ein neues Crafting-Rezept anscheinend bekommen. Darf ich? Han, get the campfire started. Oh ja, please. Du bist eine alte Zicke. Ich muss hier alles machen, wenn du da drin rumliegst, oder was? Mann. Alles klar. So, checkt new crafted Notebook. Okay, das war C, glaube ich, ne? Und dann das Notebook. Ah ja, okay, hier das hier. Was brauche ich dafür? Das haben wir jetzt, ja. So. Es fängt an zu regnen, glaube ich, gerade. So, was brauche ich dafür? Stick und Small Stick. Habe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, ne? Fängt es an zu regnen? Ne, ist noch Sonnenschein, alles klar. Warte mal, wo war jetzt hier unsere Sticks, den Shit? Lock? What? Harvest? Ah ja, okay, es gab jede Menge Sticks. C? Darf ich das jetzt craften? Nicht? Was fehlt mir? Stick und Small Stick? Habe ich doch, oder nicht? Stick und Small Stick. Okay, was geht hier? Plank. Aha. Okay, wir müssen jetzt so ein Feuertool. Also das mit dem Craften ist noch so ein bisschen schwie. Craft vielleicht? Achso, warte mal, Moment. Bin ja doof. So, was braucht man dafür? Ein Stick und ein Small Stick. Ah, okay, man kann es also nicht so daraus craften wahrscheinlich. wir versuchen mal ein Stick und ein Small Stick. Ah ja, Handrail. Kriegen wir jetzt aus Craft. Alles klar. I need to find something dry. Jetzt muss ich noch was Trockenes finden. Das ist im Regenwald wahrscheinlich etwas schwierig. Okay, hier haben wir jetzt schon mal so ein Handrail. So fein Tinder. Zunder sollen wir jetzt finden, alles klar. Aus dem Bananenblatt kann man bestimmt falsch. Was? Nein, das halte ich für ein Gerücht. Ey, mir macht das echt Angst hier, dass hier irgendwelche... Also gut, ich glaube die Zeit... Ich weiß gar nicht, ob die Zeit hier weiterläuft. Ich muss mal drauf achten. Die Wolken bewegen sich ganz leicht. Die Sonne, muss ich mal drauf achten, ob die dann auch irgendwie so im Horizont gerade steht. Also im Horizont, im Zenit. So, ja, Zunder. Wird ja wahrscheinlich... Hier muss ich später dann ran. Zunder wird ja wahrscheinlich dann irgendwie, keine Ahnung, so Baumrinde oder so ein Scheiß sein. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, kriegen wir irgendwie so Baumrinde oder so? Was ist das hier überhaupt für ein Baum? Kann ich hier irgendwie so auch vielleicht? Nee, hier geht nichts. Okay, also da kann ich nichts machen. Oder vielleicht irgendwie so irgendwelche Gräser oder so ein Shit? Huch. R heißt Aim. Ah, okay. Also wenn ich mittlere Mausrad... Was? Ich kann das Ding werfen? Okay. Gut zu wissen. Zum Glück habe ich mehrere Macheten. Wahrscheinlich gab es Leute, die Machete irgendwo hingeworfen haben. So, ich brauche jetzt hier... Leute, ich brauche Hilfe. Irgendwas Trockenes oder so. Hier regnet es überall und hier sieht auch alles immer ziemlich nass aus. Vielleicht so ein Schiff oder so? Nee. Nicht wirklich. Oh, hier, warte mal, das... Das sieht trocken aus, oder? Oder ist es nicht trocken? Trockenes Bananenblatt? Echt, gibt's sowas auch? Aber das hier ist auch, sieht auch trocken aus, oder? Oder bin ich doof? Warte mal, wir werden mal schauen. Lian, nehmen wir nochmal mit. Wie gesagt, ich bin alter Looting-Freak, deswegen loote ich immer alles. So, no space in backpack, okay, alles klar. Darf ich das hier irgendwie? Habe ich gerade eine Maus getroffen oder was? Oh, okay, alles klar. So, Palm Leaf. Dry Leaf. Ah, vielleicht das hier? Wir nehmen das mal mit. Hier waren noch mehrere, oder? Das ist so ein bisschen schwierig zu sehen, tatsächlich, wenn hier so viel rumliegt. Und mal hier, glaube ich, ist noch eins.
So, das nehmen wir nochmal mit. Das waren nur zwei oder was? Oder mehr waren es nicht? Palmleaf, Palmleaf, Palmleaf. Was passiert, wenn ich das... Oh, okay. Ja, wenn ich das so... Das kann ich nicht so einstecken. Aha. So, gibt's hier irgendwo was Trockenes? Aber ich kann anscheinend das jetzt schon starten. Das heißt, wir werden mal zurückgehen. So. Wasser? Water clean. Hold E to drink. Naja, ich... Das sieht sauber aus tatsächlich, aber ich würde das ganz gerne irgendwie abkochen. Achso, Bananenblätter sind hier auch noch am Stüssel. Alles klar, aber da sehe ich auch jetzt nichts Trockenes irgendwie hier. Oder? Vielleicht irgendwo? Na gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall sollten wir es jetzt starten können. So, da muss ich wahrscheinlich ins Inventar, oder? Expand. Use. Okay. Drag Backpack, start a fire. Ah, hier. Das, geht das? Use? Ah ja, okay. Bitch! Hat er gerade das B-Wort gesagt? Oh, yes! Huh! Ha, heiß, 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 heiß! Ignite, reintun. Ah, Alter. Oh, Mia! Oh, yeah. The fire is burning. Coming, give me a minute. Jetzt kommt sie raus, weißt du? Mann hat Feuer gemacht. Ich komme raus. How do you do it? Hm? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. Alter, echt? A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Ernsthaft? Hier gibt's... Ach, na ja, gut, warum frage ich überhaupt? Das ist ein Urwald, ne? Also hier sollte ja wirklich... Das erinnert mich an meine Australienreise. Hier ist auch alles giftig anscheinend. So, reply. You're right. I miss you, I love you. Was soll ich nehmen, Leute? Schreibt mal in Chat. You're right. Also eigentlich gibt man der Frau immer recht, aber es ist auch immer gut, wenn man sagt, ich vermisse dich oder ich liebe dich. Na, aber ich... Warum? Sie sitzt doch vor mir. Warum soll ich sie denn vermissen? Also ich tendiere tatsächlich zu I love you oder you're right. Ja, schreibt mal in Chat. Der erste in Chat schreibt, der... Wir replyen dir gleich, keine Sorge. Gucken, ob sich jemand in den Chat antraut, ansonsten mache ich das gleich. Ich warte mal noch so ein paar Sekunden, weil es ja immer ein bisschen verspätet ist, der Chat. So. Ach komm, ich bin alter Romantiker, oder? Ist egal, das ist eh nutzlos. Okay, dann hier. I love you. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Carinho. Nonetheless, danke. I'm a bit worried about meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Ah, okay. Day free. So, Frank, außerdem ist ein Plot-Twist. Du bist alleine im Wald und deine Freundin ist eine Halluzination. Du Sack. Das ist jetzt wirklich eine Halluzination? Weil hier liegt keiner neben mir. Search the tent. Okay. Ich soll das Dings durchsuchen. Wo ist sie hin? War es wirklich eine Halluzination? Nicht wirklich. Nein! Ich brauche Frau mit hier. Also, ne? Es regnet übrigens gerade. Note read. I'm at the village. Call me with the radio when you wake up. Okay, war also doch anscheinend keine.
Geht das hier auch nochmal? Ja? Achso, okay. Ich dachte, hier ist vielleicht übersetzt oder so. Oh, mein Dings ringelt schon wieder. Gut, dann werden wir mal antworten. Also mal anrufen. Hello? Mia? Hey, Sleepyhead. Finally up? Ja, ich bin aufgewacht. Wo bist du? Verdammt. You left already? Where are you? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Was? Ich hab auch noch Geburtstag. Well, I didn't. Mia hat die gleiche Handschrift wie ich. Was? Ernsthaft? Also ich bild mir das doch hier nicht ein. Pick up the gift. Ja, das wird dir wohl kaum geschenkt sein, oder? Aber wir haben ja gelernt. Warte mal, wir schauen uns das hier erstmal kurz an. Was ist das hier? Skull Painted Warriors. Mysterious Painted Warriors appeared yesterday on the river. Bank floated where... who are there? Our friends und Yabuka. Also sind nicht diese Yabukas anscheinend, sondern das sind hier... Alter, was ist das denn? Ich muss mal kurz näher am Bildschirm gehen. Muss ich das irgendwie auspixeln? Nee. Ach, das ist nicht das, was ich dachte. Was? Alter, seht ihr das? Die sind anscheinend sehr potent, die Kollegen hier. So, was haben wir hier noch? Genau, Jaguar haben wir gehört. Au, Alter. Deswegen kann ich mich wahrscheinlich auch angucken, wa? Jaguar, stronger lion... the prey hunt both in the forest and the water. Nowhere is safe. Das war schon mal gut zu hören, Alter. Also hier vor den Dingern bin ich nirgendwo safe, alles klar. Das wollte ich jetzt nicht. Quit. So, die haben wir schon gelesen. Was haben wir hier? The Lost Tribe. Shabono und Hunters. Okay, also gibt's hier noch mehr. Was steht da jetzt genau? Warte mal, read. This is their land. Their heritage has been thousands of years. Everyone comes and needs to respect this. It's been years since the sword last. Unknown, but crazy enemy. Okay, alles klar. Okay, das sind halt so hier diese... Das sind anscheinend noch mehrere Stämme. Gibt's hier noch so Jäger halt? Und halt irgendwie so ein freundlicher Stamm oder sowas halt? Oder so ein Dorf ist das hier, glaube ich. Okay, was ist das hier? Ach, das sind hier diese, die freundlichen Ureinwohner. Aha, okay, die sehen so ziemlich bunt aus. Muss ich mir merken, tatsächlich so die mit, die so ein bisschen, ne? Die hier so ein Skelett halt drauf haben oder so, die sind anscheinend die feindlichen. Living in the deep interior of the Amazon, Yabuka is one of the 80 lost tribes. Okay. Will they come to us? Ah ne, will they will come us? Okay, okay, da steht also noch nicht sicher tatsächlich, ob die uns halt auch mögen halt, ne? Also, ne? Schauen wir mal, ob sie mich mögen. Genau, hier feindlich, freundlich. So, das hatten wir schon, das Vieh. Das hier oben. Da, das darf ich nicht. Ne, das darf ich nicht, oder was? Okay. So, pick up the gift. Ja, was haben wir denn als Geschenk? Komischerweise, warum hängt diese Maske jetzt hier? Ja, Hauptsache ein Ventilator, weißt du? Wo kommt der Strom her? Gar kein Stromanschluss dran, oder? Ist das batteriebetrieben? Hm, seht ihr keinen Stromanschluss? Gut, dann... Watch? Oh, eine Watch. Nehmen wir aber mit, oder? Beep, beep. Ah, exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. Ist das mein Geschenk? But stress can wear you out. Tell me about it. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass du hier bist, anstatt so eine Uhr. Aber ja, okay. Ja, was ist das hier? Oh, Poster. Read.
Ich sehe es eigentlich viel besser, wenn ich es so habe. Emergent Layer, Canopy Layer, Understory, Undergrowth. Okay. Alles klar. Also es sind so die verschiedenen Layers vom Urwald sozusagen, wo man wahrscheinlich irgendwie was findet oder so. Also Understory, da sind auf jeden Fall die bösen Gemeinviecher und ganz unten auch nochmal irgendwelche Insekten. Canopy scheint jetzt nichts zu sein. In dem oberen Layer halt Affen und ja, die Papageien haben wir ja schon gesehen tatsächlich. So, Uran betrieben, ja, ist klar, Frank. Vielleicht, wer weiß, ne? Was war das? F? Ja. F. So, find something notorious to eat is. Okay, ja. Okay, was zu essen. Ich hätte gerne meine Machete, aber... Dann, was haben wir hier? Die Seile. Machete. Ah, okay. Sind das die einzelnen Tasten, die man sich so belegen kann? Das wäre ganz cool. Warte mal, ich schau mal. 1, 2, 3. Ah ja, okay. Das geht tatsächlich. Cool. Es regnet aber. Verdammt, jetzt muss ich hier raus und irgendwas zu mampfen finden. Ich muss sogar schnell was zu mampfen finden, sehe ich gerade. Die dritte Machete lassen wir, wie gesagt, mal hier, falls ich die irgendwie aus irgendwelchen Gründen verliere. Ich hatte doch... Hatte ich nicht vorhin so eine Dose gefunden? Achso, warte mal, was ist das denn? Ah, okay, hier gibt es ja anscheinend Lebensmittel. Dann brauche ich ja noch gar nichts jagen. Take. Eins lassen wir, wie gesagt, mal hier. Falls hier irgendwie drauf gehen sollte. Also ich weiß ja nicht, wie das mit den Spawns ist. Oder halt, wie man... Ob man dann wieder neu anfängt, oder... I don't understand. Also, wie gesagt, die Story ist auch noch nicht ganz fertig. Tatsächlich ist es nur so mal ein kurzes Reinschauen in die Story. So, warte mal. F? Achso. Ah, okay, mit dem Mausrad kann ich auch... Ah, einen Kompass habe ich? Ah, das gefällt mir. Warte mal, wie 34,5 Grad. Haben wir es gerade? Alles klar. So, Norden, Osten, Süden, Westen. Alles klar. Kontakt, Infanterie, Osten. Nein, gut. So, ja, ich will es auch essen. Warte mal. Hier haben wir es nicht. Ah ja, hier. Expand. Eat. Destroy. Destroy. Wer will denn sowas destroyen? Ah, okay. Carbon. Also, Hydra. Achso, alles klar. Gut, Frank. So, wir haben jetzt was gegessen. Ah, und da unten ist jetzt auch unser Dings ein bisschen höher gegangen. Ja, wir werden mal kurz gucken, ob ich vielleicht nicht draußen... Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht das Dings kaputt machen. So, hier piept ja alles. Ich will irgendwie was jagen. Ich habe da jetzt voll Bock drauf. Auch wenn es so eine kleine Maus oder Ratte ist. Warum ist denn der Fluss so groß? Hä? Das war doch so ein... Das ist ja krass. Weil es regnet oder so, ist dieses Ding jetzt hier so groß geworden. Warte mal, ist das immer noch sauber? Das ist immer noch sauberes Wasser, aber es sieht nicht so sauber aus, ehrlich gesagt. Also ich möchte da jetzt auch nicht draus trinken. So, was kann man hier? Das kann ich nur aufheben. So, Steuerung ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich tatsächlich auch wie bei Ark. Wie bei The Forest, muss ich sagen. Sogar noch ein bisschen angenehmer, muss ich sagen, dass man mit dem Rechtsklick halt so ein paar Sachen halt machen kann. So, ich will dich... Warte. Das war doch ein Treffer, oder nicht? Okay. Ich hab hier so ein bisschen Schiss, dass hier gleich irgendwie eine Schlange ist oder so ein Scheiß. Ich spring mal hier rüber. Gibt's hier nicht Fische oder so vielleicht auch? Kann ich mir nicht eine Speer machen? Viele Fragen über Fragen. Ja, Essen findet man ja meistens am Wasser halt oder in der Nähe vom Wasser. Wir schauen mal. Vielleicht finden wir ja... Irgendwo hatte ich von... Wo waren denn die Lego an? Verdammte Kacke. Stein nehmen wir auf jeden Fall mit. Ah ja, guck mal, was ist hier? Eine Kokosnuss. Pickup. Linksklick geht nicht. Rechtsklick geht auch nicht. Achso, ja, ich bin doof. Wahrscheinlich. Ah ja. Ich bin ja Koch, ne? Deswegen, ne? Grün ist natürlich doof. So, kann ich jetzt hier... Craft, take, drink, spill, harvest.
Ja, wir trinken aber. Ah, okay. Das gibt auf jeden Fall auch Wasser, das ist schon mal gut zu wissen. Ich will gerne... Ah, das geht tatsächlich. Cool. Cool. Gefällt mir. Was kann ich jetzt hier? Kann ich das auch essen? Ah ja, perfekt. Was gibt es? Fett. Ah, okay, und Kohlenhydrate. So, Water clean. Ist das hier? Ja, essen wir auch mal, würde ich sagen. So, wir taken das mal und dann trinken wir mal. Und taken das auch. Haben wir die jetzt auch im Inventar irgendwo? Ah ja, okay. So genau, hier habe ich eine Planke halt noch, das Dry Leaf Stones. Damit können wir bestimmt auch irgendwas machen, oder? Craft. Irgendwas fehlt hier noch zu, glaube ich. Vielleicht irgendwie mehrere Steine oder so? Achso, ich kann es auch so rüberziehen. Ah, ein Stone Blade. Alles klar. Gibt es ja auch vielleicht irgendwie so... Nee, das geht nicht. So, kann ich... Ach ja, das ist cool. Man kann hier sogar das hier so ein bisschen hin und her räumen. Warum macht das hier so Wassersounds? Ist mein Rucksack nass oder so? Vielleicht damit irgendwie was so? Nö. Ja gut, wir machen uns auf jeden Fall mal... Machen uns einfach mal so ein Stoneblade. Gucken. Ah ja, okay. Alles klar. Durability. Also okay. Ah ja, okay. Ah, die Sachen gehen also auch kaputt. Deswegen habe ich so viele Sachen. Okay, alles klar. Wir haben auf jeden Fall schon mal... So, das böse Moin Moin an dich, Mann. So, aus zwei Kokoshelfen kannst du dir ein Pferd craften. Kluck, 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 kluck. Ja, ja, ist klar. Ich will aber irgendwie so ein... Ich weiß nicht, so ein Vieh oder so. Irgendwas... Ich habe voll Bock, was zu töten. Ah, hier ist noch ein Dryleaf. Das nehmen wir mal mit. Hier geht's ja nur ums Überleben, Leute. Deswegen, ne? Ich muss hier... Also gut, Essen, Trinken sieht jetzt alles ganz cool aus. Ist das hier? Ich muss natürlich alles mal so ein bisschen antesten. Oh, hier kriege ich irgendwo auch was raus. Alles klar. Also die Dinger kann ich auf jeden Fall abhauen. Das werden wir mal auch machen. Ein bisschen, damit wir Feuer auf jeden Fall am Stüssel haben. So, die Dry Leaves nehmen wir mal mit. Das waren noch mehrere, oder? Palm Leaf. Dry Leaf. Genau, wir nehmen nur die trockenen Blätter mal mit. Dry Leaf. Alles klar. So, sonst... Man kriegt also drei immer so aus dem Ding halt raus und dann noch ein paar andere von denen nicht. Kann ich das hier wegschieben oder was? Nee. So, ich muss mir merken, wo ich herkam, Alter. So, ich muss mal kurz gucken. War jetzt unser Camp? Verdammte Kacke. Ah ja, da hinten. So, warte mal. Wie war das nochmal? C? Nee. F? Ich muss merken, wo unser Camp... Warte mal... Also unser Camp ist Südwesten. Okay, alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt im Nordosten so ein bisschen. Ah, hier ist noch ein Dryleaf. Ja, und Jan, geht's dir gut, Alter? Ich hoffe schon. Palmleaf, Palmleaf. Es regnet auch die ganze Zeit. Ich habe auch irgendwie Angst, dass ich erfriere oder so. Vielleicht sollte ich es... Oh, das mal mit Kokosnuss. Kann ich die auch so pick-uppen? Ah ja, okay. Praktisch, hier ist noch einer. So, mitnehmen. Irgendwas macht hier Urwaldgeräusche. So, das nehmen wir mal mit. Mir geht's auch gut, Jan. Ich muss also irgendwas... noch anderes zu essen anscheinend finden. Obwohl ich eigentlich relativ gut genährt bin, so wie ich das gerade sehe. Okay, hier komme ich nicht raus, oder was? Im Wasser vielleicht oder so? Aber ich habe auch noch kein Fisch, ehrlich gesagt, gesehen. Was ist das hier? Stone?
Das Wasser werde ich nicht trinken, weil ich trinke dann lieber aus Kokosnüssen. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich sauberer als wie das Tümpelwasser hier. Oh, hier ist noch ein Big Stone. Stone? Mhm. Kann ich hier auch hoch? Vielleicht? Ich will hier hoch. Ha, Kletterprofi. Da kommt man hier bestimmt auch hoch, oder? Na gut, wir werden erstmal im Flussland gehen. Ich will jetzt noch nicht mehr unbedingt hier irgendwelche die Haxen brechen oder so. Ah, das ist cool, man kann hier auch sogar so rüber gehen. Ah, cool. Cool, cool, cool. Ja gut, warum sollte man auch nicht rübergehen können? Würde mich jetzt auch wundern. Gut, am Wasser sieht es jetzt hier nicht wirklich so... Was ist das hier? Unbekannte Nuss. Ja, unbekannte. Ja. So. Effect Conception Unknown. Das heißt, ich muss hier Sachen auch essen, die ich nicht kenne. Ich will... Kann ich das essen? Oh ja, ich kann das essen. Ja, ich weiß nicht, ob ich eine Nuss essen soll. Craft, okay, damit kann man bestimmt auch irgendwie was machen. Okay, okay, okay. Leicht noch über... Warte mal, ich will so ein Ding hier. Blöde Mäuse oder Viecher, was das sind. Ich will euch am besten... Ich brauche einen Speer oder brauche irgendwie einen Bogen oder so. Okay, wir folgen mal dem Fluss kurz ein bisschen. Boah, Alter. Hier kann ich hochklettern. Sieht doch so aus, als wäre es für mich gemacht. Geht das? Ja, es geht. Dum, 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 dum. So. Was kriege ich hier? Kriege ich hier auch irgendwas raus? Pile Leaf, okay. Mal aufsammeln kann ich denn da nichts. Okay, jetzt bin ich... Jetzt bin ich hier oben. Ist hier irgendwo was Besonderes oder so? Irgendwo... Hm... So, noch eine rauchen. Dann geht es auf die Couch. Oh ja, Buggy. Oh, ein Birdnest. Aber wie gesagt, gute Besserung natürlich die Nummer, weißt du? Und nicht zu viel, ne? So, Birdnest. Okay, das kann ich auch mitnehmen. Was bringt mir das? Dry Leaf, Dry Leaf. Okay, das. Ich will das ganz gerne. Warte mal, ich will ganz gerne hier die Blätter kramen. Hier mal. Achso, das passt hier nicht hin, oder was? Ah, okay. Stone. Ah, ja. Wo ist denn das Ding jetzt? Das Vogelnest. Achso, ich denke mal, das wird noch nicht drin sein, die Textur dafür oder so, oder? Das wird wahrscheinlich jetzt auch die Dry Leaves hier sein, oder was? Oder ist das Vogelnest aus Blättern gemacht? Hm, Fragen über Fragen, sage ich euch. Ne? So. Ja, gut. Wir schauen mal. Ich muss auf jeden Fall irgendwie was... Ne, immer dran denken. Südwesten. War unser Camp. Muss doch noch irgendwie... Wahrscheinlich wollen die, dass ich jetzt was Fleischiges finde oder sowas. Oder halt Nüsse. Nüsse war ja auch, ne? Nüsse war fett. Nutrition war... Da stand doch irgendwas. Verdammt, ich hab's schon wieder vergessen. Palmleaf, Palmleaf. Hier war ich doch schon, oder nicht? So, Kokosnüsse nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Stein. Ah, ne, noch eine Nuss. Das war ein Papagei. Also hier sieht es so aus, als wenn ich hier gar nicht rauskommen würde, ne? Das ist, glaube ich, so ein Tutorial-Gebiet oder sowas halt, ne? Kann das sein? Das heißt, ich muss vielleicht diese Nuss essen. Wir schauen mal. Gleich. Ich will aber eigentlich nichts essen, was ich nicht kenne, aber... Ja, hier war... Ist tatsächlich so ein Tutorial-Gebiet, glaube ich. Oder muss ich mich ganz voll essen? Wir probieren mal. Nein, ich wollte es nicht taken. Ich wollte es eigentlich... eaten. Aber das gibt auch Fett, tatsächlich. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Aber ich bin eigentlich voll, oder nicht? Irgendwas macht komische Geräusche. Die ganzen Tiere. Ich muss auch noch die Tiere kennenlernen. Ich habe auch Angst, dass mir gleich irgendwie ein Puma oder weiß ich was das war,
Nee, Puma war es nicht. Ein Jaguar um die Ecke rennt oder so. Ich denke mal, wenn ich jetzt eine Nuss esse, dann werde ich nicht gleich irgendwie Halluzinationen bekommen, oder? Das ist ein Tutorial, oder, Leute? Eat. Ist da das mit Schale oder was? Holy shit. Und das Gute, was war das hier? Okay. Okay, die ganzen Symbole. Ah ja, okay. Ich kann da, glaube ich, auch irgendwie was zusammengießen oder so. Ich packe das erstmal hier kurz einmal ein bisschen. Nein. Ich werde das gerne. Geht das nicht da? Ah ja, okay. Ah, geh darüber. So. Ja, gute Frage. 3 Tage halten die sich. Wir werden es mal eine essen und mal eine probieren. Die gibt nur Fett, alles klar. Okay. So, Unknown Mushroom. Wo kommt denn der Pilz? Der war doch nicht vorhin hier, oder? Alter, jetzt muss ich mir echt durch alles hier durchessen, oder wie? Ich habe da so ein bisschen Angst vor. Bei Pilzen ist natürlich der. Vor allen Dingen sehen die so grün aus. Sind das verstrahlte Pilze? Fallout? So, Steine kann ich nicht essen. Hier muss es doch irgendein Tier geben, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt falsch? Also die Nuss hat mir jetzt auf jeden Fall, ne? Also noch merke ich keinen Effekt oder so. So, wir schauen mal auf der anderen Seite des Camps. Alter. Die Viecher, ey. Dass ich hier, aber ich würde ganz gerne was von hier drin essen eigentlich. Ich würde ganz gerne hier, guck mal, Thunfisch. Fette Thunfischdosen oder Bohnen in Dings, ne? Ich würde das gerne essen. Warum darf ich das nicht essen? Naja gut. Wir wollen nicht an unsere eisernen Reserven wahrscheinlich rangehen. So. Einzige, was mir fehlt, wie bei The Forest, ist ein Feuerzeug. Das haben wir aber wie bekanntlicherweise nicht dabei. So, Nuss. Irgendwas da macht Geräusche. Hier rennt auch die ganze Zeit irgendwas vor meinen Füßen lang. Das ist irgendwie... So, Pilze aus dem Amazonasgebiet kann man immer bedenkenlos essen. Echt? Ich vertraue dir jetzt, Frank. So, Effekt und Compression, die gehen in einem Tag kaputt. Okay, ein Pilz geht ja, oder? Carbonhydrate und Energy geben die. Okay, alles klar. Okay, aber bisher scheint es nicht so, als wenn ich jetzt irgendwie hier kotzen müsste oder weiß ich was. Wir nehmen mal alles mit einfach. So. Aber was soll ich denn noch alles essen? Ich bin schon voll auf jeden Fall. Find something nutritious to eat. And eat. Ne? Also, ich kann es ja mal. Müsstet ihr eigentlich oben rechts ein bisschen sehen? Warte mal, kann ich das irgendwie. Mal kurz einmal selber bei OBS gucken, sorry. Ihr hört mal kurz keinen Sound. Immer wenn ich raus habe, ist es wie bei The Forest tatsächlich. Achso, was muss ich denn hier finden? Achso, ihr seht es tatsächlich sogar richtig. Okay, gut. Dann ist ja das Overlay gut eingestellt. Was muss ich denn? Muss ich Fleisch finden oder was? Also, ich check's gerade noch nicht ganz. Weil ich habe jetzt Pilze gefunden, Nüsse, Kokosnüsse. Ne, und jetzt fehlt eigentlich nur ein bisschen so Fleischmäßiges. Aber ich habe hier noch nichts gesehen, wenn ich ehrlich bin. Hier oben kann man auch irgendwie rübergehen. Ach stimmt, warte mal, hier waren doch vorhin diese... Ah, guck mal. Dich kriege ich, Alter. Bleib stehen! Halt sie an! Halt, stopp! Wo ist er? Oh. Ich dachte, der greift mich jetzt an. Alter, kann ich den nicht? Bleib stehen! Bleib stehen! Ich treffe ihn nicht, oder was? Will er mich verarschen?
Oh, okay. Wir haben ihn erwischt. Mann, Mann, Mann. Eine schwierige Jagd, Leute. Eieiei. So, Harvest. Oh, erinnert mich auch ein anderes Spiel. Kriege ich jetzt auch, Skin, damit ich mir eine Rüstung machen kann oder so? So, Meat haben wir jetzt roh bekommen. Ah, okay. Und was haben wir denn jetzt noch genau alles bekommen? Okay, rohes Meat. 20 Stunden hält sich das. Alles klar. So, Kokosnüsse. Ich würde die ganz gerne so ein bisschen geordnet haben. Geordnet, sagte ich. So. Nüsse. So. Pilze. So. Genau. So. Muss natürlich alles hier ordentlich sein. So, was haben wir hier? Haben wir noch irgendwas gefunden, oder was? Ach so. Ah ja. Was ist das hier eigentlich? Kann ich daraus was craften? Craft. Scheint nicht. Aus den Blättern vielleicht irgendwie so eine Mischung oder sowas? Halt irgendwie so ein Health-Mix oder so? Die Lilian Schalen. Ich glaube, damit kann ich jetzt gerade nichts craften, oder? Harvest. Was passiert, wenn ich das harveste? Gucken wir mal. Ein Fiber haben wir jetzt rausbekommen. Okay. Eieiei, hier kann man echt alles auseinandernehmen auch noch. Und wo ist das Fiber? Ah, hier. Ja, okay. Fiber kriegen wir also daraus dann auch noch. Wofür kann ich das? Ich würde... Na gut, wir schauen mal. Wir haben jetzt auf jeden Fall was Fleischiges. Das heißt... zum Feuer. Das ist vielleicht nicht die beste Idee, hier runter zu springen. Wir werden mal ganz gechillt, bevor ich mir irgendwie die Haxen noch breche. Guck mal, warum kann ich das hier nicht? Kann ich die vielleicht... Nee. So, wo war unser Feuer? Wo ist unser Feuer? Warum ist unser Feuer weg? Hä? Sekunde. Kann ich das nochmal neu craften oder was? Nee, stopp. N. Achso, warte mal, hier haben wir so Einträge bekommen. So. It's long leaves with iron for crafting bandages. Okay, damit kann ich Bandagen halt machen aus diesem Mulirina. Basic Dressing. Was ist das hier? Ist das eine Kokosnussschale oder was ist das hier? Okay, eine Mushroom, Source of Carbs. NA. Okay. Alles klar. Sekunde. So. Fallen. Fireplace. Das würde ich ganz gerne. Kann ich das. Warum ist das gelb? Wahrscheinlich nicht so eine gute Idee. Naja, gut, wir stellen es mal hier trotzdem. Hier war eine ganz coole Stelle eigentlich, fand ich. Create. Warum mein Feuer weg? Das verstehe ich nicht. Okay, das heißt, wir brauchen Stöcke. Blöde Maus. Gut. Stöcke. Wissen wir ja glücklicherweise. Bada boom. Pick up. Pick up. Small Stick? Achso, kann ich nicht. Take. Harvest. Und reinpacken, oder? So. Das verbraucht sich, deswegen ist es dann weg. Ach so, okay. Ja, okay, macht ja auch Sinn, ne? Aus so einem kleinen Haufen. Wie gesagt, ich bin noch neu im Spiel. Ich wollte es einfach mal antesten, tatsächlich. Weil ich auch The Forest zurzeit halt ganz gerne mag und das halt so eventuell vielleicht der Nachfolger mal irgendwann wird. Noch ist es Singleplayer, aber es wird auch mal zum Multiplayer. Daher, ja, wir schauen mal. Gut, so. Einmal reinpacken. Aber gut, danke für den Tipp, Jan. So, ich brauche auf jeden Fall noch mehr... Sticks, von was haben wir denn überhaupt? Hier haben wir doch jede Menge. Harvest.
Machen wir mal zweimal Harvest. So, ihr habt so ein bisschen was gesehen. Im Multiplayer würde ich das auch spielen. Ja, sobald. Ja, deswegen haben Milo das ja geholt tatsächlich und ich. Sobald der Multiplayer da ist oder so, machen wir das auf jeden Fall. Diesmal ist es nur so ein leichtes Auschecken mal, was so geht oder was jetzt bisher so drin ist oder wie es so läuft. Und es läuft eigentlich ziemlich cool. Ich habe aber gemerkt, bei Regen tatsächlich gehen die Frames so um 10 FPS runter. Aber ansonsten läuft es halt smooth bei 50 bis 60 jetzt so circa. Vorher war es 70, 80 und jetzt sind es 50, 60. Moment, hier war das, ne? Nee. Hier? Hier? Hä? Wo war denn mein Rucksack so zu sehen? Ach so, okay, ich habe alles schon verbraucht. Macht ja auch Sinn. Stick. Nuss. Stick. Ist auch echt schwer zu sehen. Zum Glück leuchten die mit so einem weißen Umriss. Hier raus kann man sich anscheinend so Verbände oder sowas craften. Da muss ich mal gucken. So. Use the tool to create amber. Genau, das war so. Wo war es gleich? Hier. Use. Muss mir noch merken, tatsächlich, wo die ganzen Sachen sind. Dry, aber bei Regen ist wahrscheinlich ein bisschen doof, oder? Wird das überhaupt gehen? Ich glaube nicht, oder? Come on! Yes! Okay, es geht. Ignite. Okay. Und jetzt vielleicht. Fleisch? Ah ja. Okay, Fleisch kann ich mir schon mal auflegen. Nüsse vielleicht auch? Nee. Ernsthaft? Es ist ausgegangen. Ja klar, es regnet ja auch eigentlich, aber es macht eigentlich auch Sinn, aber so schnell. Bitch! Hätte der nicht Bitch gesagt, oder gerade? Yes! Yes! Ignite. Achso, okay, da sieht man auch die Zeit, wie lange das braucht tatsächlich. Kann ich hier irgendwie auch noch was nachpacken oder so? Vielleicht? Ah ja, okay. Okay, also bei Regen kann es auch irgendwie aufhören zu regnen. Warte mal, kann ich irgendwie schlafen oder so? Irgendwas habe ich davon von Schlafen gelesen. Roh essen möchte ich das jetzt ja auch nicht unbedingt. Kann ich vielleicht schlafen oder so? Warte mal, hier war doch irgendwas mit Sleep. Sleep. Ich will sleepen. Sleepen? Nee, darf ich nicht. Was haben wir denn hier jetzt noch? Warte mal. Muss ich das jetzt echt roh essen? Komm, wir leben ja nur einmal, ne? Wir wollen ja auch Sachen ausprobieren tatsächlich. Deswegen machen wir einmal. Gibt es da irgendwelche Effekte? Unknown, okay. Komm, wir essen roh. Roher Leguan. Boah. Okay. Hat nicht so funktioniert. Ah, wir kriegen Anruf. Learning by doing. Er hat boah gemacht und hat es ausgekotzt. Anscheinend. Also, so hat es sich jedenfalls angefühlt. So, warte mal, wir antworten mal. Well rested and well fed. Okay. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. Hallo, we Milo. Need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. Uh-huh. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. So, warte mal, wir taken das mal, beziehungsweise eaten das nochmal. Ich
Ich will, dass es aufhört zu regnen. Sonst kann ich kein Feuer machen. Kann ich noch irgendwie ein anderes Feuer craften oder so? So. Streamende, jetzt schaue ich hier. Ja, wie gesagt, German, ne? Schön, dass du da bist, Mann. So. Das Notebook war das, glaube ich, ne? Gibt es hier noch irgendwas anderes? Ne, ich kenne nur das eine Feuer. Oh, ich werde schon wieder angerufen, die alte nervt. Ich höre irgendwelche Affen oder sowas. So, wann was will sie denn? Brave Girl, be careful. Na ja, gut, wir sagen mal vorsichtig sein, oder? Brave Girl oder so. Ja, hört sich immer so komisch an. Braves Mädchen. Nein, wir sagen be careful. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. Was? They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Willst du durchbrennen, oder was? Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Ah, okay. Jetzt kann ich das hier auch angucken. Warte mal, was ist das denn hier? Read. Tobacco Plant, Leaves and Red Healing, Venom Bites. Venom Bites, eieiei. It's a good place to start. Okay, jetzt muss ich tatsächlich auch die Dinger halt finden. Und ich soll Richtung Norden gehen. So, hier habe ich auch gedacht, kannst du ja mal übrigens spielen dann jetzt. Mach ich gleich. Wie gesagt, ich wollte nur kurz den Anfang der Story halt mal machen und so die grundlegenden Sachen mal durchtesten. Wie waren denn das überhaupt nochmal? Wie konnte ich mich denn überhaupt nochmal angucken? C? Das hier, ne? Ah, hier ist auch unsere tolle Uhr. Kann ich das auch hier durch? Ne, wechselt nicht durch. Okay, also angucken brauche ich... Achso. Escape? Okay. In Richtung Norden soll ich gehen. Also dort lang. Alles klar. Grillen kann ich ja leider nicht. Habt ihr das gehört? Warte mal, geht das immer? Das will ich hier nochmal, warte mal. Oh, schade, der Sound kommt leider nicht immer. Okay, wir gehen mal Richtung Norden. F. Ja, okay. Sind noch richtig. So, hast du gelesen? Ich habe jetzt mit dem Raubenspiel hinbekommen. Ah, okay, alles klar. Hatte ich gerade noch nicht gelesen, danke. Was war der Fehler über German Chicken? Oh, guck mal, hier gibt es jetzt auf einmal ein Seil. Ach, da ist die alte abgehauen, ne? Rope. Climb. Ja, wir climben mal. Okay. Ähnlich wie bei The Forest. Shift geht leider nicht. Erinnert mich echt an The Forest, kann ich mich aber... Ja, umschauen kann ich mich hier nicht. Oh Gott, was? So, Mido, Gott sei Dank, Mann, gibst die Pumpgun. Jetzt bin ich echt auf die Fresse gefallen. Jetzt habe ich... Ich habe jetzt so ein... Ach so, warte mal. Jetzt habe ich da so ein Symbol. C. Was passiert? Okay, hier ist nix, oder? Seht ihr irgendwo was? Bin doch eigentlich ganz gechillt, oder? Was haben wir hier? Nö, hier ist jetzt auch nichts zu sehen, oder? Also scheint jetzt nicht irgendwie verletzt zu sein. Ja. Nö. Sieht ganz gechillt aus. Oh. Ah ja. Kann ich... Okay, jetzt habe ich das hier gesehen. Aber kann ich da auch irgendwas gegen machen? Warte mal, wie war das noch mit den... The line snapped. Achso, Moment. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself.
So, inspect your body. Na gut, das hatte ich gerade schon gemacht. Aber wir müssen es jetzt anscheinend nochmal machen. Oh, that's definitely not good. Ja, das sieht nicht so angenehm aus. Sieht aus, als wenn mir gerade was rausgebissen wurde, Alter. Holy shit, ey. Oh, ich habe auch... Oh, ich verliere Leben. Kann das sein? Okay. Okay, dann mache ich mal ein bisschen hier Action-Modus. Moment. It's just a scratch. Okay, alles klar. It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Verbinden? Ja, nein. Schreibt mal was in den Chat. Nein, aber eigentlich weiß ich nicht, wie man sich verbindet. Also deswegen würde ich mal sagen, no. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Ach, die habe ich ja gefunden schon vorhin. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Okay. So, no treatment. Ah ja, okay, das sieht aus wie meine Wunde hier. So, reduce condition, infected. Achso, okay. Wenn ich es nicht verbinde, werde ich halt irgendwie mit irgendwas infiziert. Dressing to cover the allowing to heal, protects infections, dressing defecting the substance will speed up the healing. Ah, okay, also man kann also noch so ein, so eine Creme draus machen oder sowas halt. Oder irgendwie was, so wie ich das jetzt verstehe. Was ist das hier? Ah, Bandages. Kann ich die jetzt auch craften? Craft? Wo waren die gleich? Ich hatte doch welche gesammelt vorhin, oder nicht? Molina Leaf. Ah, okay, Leaf Bandage. Jetzt geht's auf einmal. Okay, es geht aber nur mit einem anscheinend. Okay, kann man hier noch irgendwas dazu machen? Nee. Oder gibt's da verschiedene? Nee. Okay, wir craften das auf jeden Fall mal. So. So, jetzt haben wir eine Leaf Bandage. Kann ich damit auch nochmal... Warte mal, wir versuchen das mal. Müssen ja mal ein bisschen durchprobieren. Kann ich hier irgendwie vielleicht so? Nee. Warum ist hier noch so... Irgendwas fehlt da noch. Irgendwas kann ich... Kann ich da einen Pilz reinpacken oder so vielleicht? Nee, vielleicht nicht. Nee. Schade, dass man nicht weiß die Rezepte, aber das ist ja klar natürlich. So, da muss ich den Stream ja wieder anschmeißen zum Zeigen. Was? Hast du das Spiel auch, oder was? Lalalala. So, warte mal, ich versuche mir mal, kann ich vielleicht aus zwei von den Dingern was machen? Warte mal, wir probieren es mal. Kann sich auch so rüberziehen, Craft. To use the bandage, open the inspection, backpack and draw. Okay, alles klar, das kann ich ja so machen. Aber ich will nur kurz gucken, ob ich da vielleicht irgendwie so eine geilere draus machen. Nee, zwei geht leider nicht. Okay, aber wir können schon mal, da wir ein paar davon haben. Warte mal, hier haben wir noch drei und hier haben wir noch drei. Das heißt, zack, craft. Nee, es ging um den Sound. Um einen Sound. Um welchen Sound? So. Okay, bandage your wound. Also das heißt, ich muss wahrscheinlich inspect. Und dann soll ich das da so... Ah ja, okay. Ich sehe schon. Dann soll ich das da draufziehen, oder was? So? Vielleicht? Ah ja, das geht. Oh, okay. Cool. So, jetzt bin ich gebandaged. So. Mars not hot. Achso, den hast du in deinem Stream, alles klar. So, Feuer kann ich immer noch nicht machen. Warte mal, wir gehen hier einmal. Ich will hier nicht die ganze Zeit im Regen stehen. Das ist irgendwie ein bisschen... Aber die Sounds sind schon mal ganz cool. Also es kommt schon mal das Feeling halt auf jeden Fall auf. So, Block. Mit R kann ich blocken. Ich werde lieber mit Rechtsklick, so wie bei... Dings, aber wir kriegen schon wieder mal hier. So, Here I am. All wrapped up nicely.
Does it hurt? Nein, es tut nicht weh. Ich bin nur halb verblutet. Ah, okay, warte mal. So, jetzt dürft ihr mal entscheiden, ne? Tut nicht weh oder tut doll weh wie die Hölle? Ne, entscheidet mal, schreibt mal in den Chat, wer als erstes schreibt, ne? Das werde ich halt nehmen. Essen, trinken oder so. Warte mal, ich habe ja meine F-Uhr. Dann, wie sieht's hier aus? Na gut, ich bin überall eigentlich relativ voll. Es ist 14 Uhr. Alter, sieht aus wie irgendwie nachts schon. Like hell. Okay, alles klar. So. Dann. Like hell. Aw. Pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now. Aw. Mhm. Aw. Better? A bit better. Ich hätte gesagt, nö. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. Can I be careful? I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, hey, was? 32? Please come in. Jake, I need you here. Was passiert? Please, please answer me. Was passiert? Mia? Mia? What happened? Mia? Was passiert? Speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Da, ich geh da jetzt hin. Machete. Oh, okay. So, Story Mode. You have completed the tutorial, which a part of Story Mode will be available for release. The game's still in development, ja, ist klar. It's a feature only in the part of Green Hell Experience. The Green Jar team hopes you enjoy the game. Feel free to leave a comment or Steam forum. Press space to continue in the survival mode. Ah, okay, also das Tutorial war schon eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So, und ja, Medu hat so viel Geld tatsächlich, da musste man auch seine Stunden angucken, wie lange der Schlawiner schon zuschaut. Ne? Und Medu ist zum Beispiel der Main-Donator von meinem Channel, also der Main-Unterstützer. Und daher, ne, hat er einiges auf jeden Fall gesammelt. So, wir continuen mal, würde ich sagen, oder? Machen jetzt aber auch nicht mehr so lange in dem Game tatsächlich, weil ich ja Medu versprochen habe, dass ich nicht zu sehr spoiler. Alter, ich höre irgendwelche Bienen oder so ein Scheiß. Okay, also jetzt sind wir anscheinend hier so im Survival-Modus. Okay, das heißt, okay, wir nehmen alles mit auf jeden Fall wieder. Steine, Stöcke oder so. Habe ich wahrscheinlich jetzt nichts mehr, wa? Und Machete habe ich jetzt natürlich auch nicht mehr, ist klar. Eieieiei. Ach ja, genau, das Böse. Du kriegst von mir noch, ich habe vergessen, dir das noch zuzutragen. Warte mal, das mache ich mal gleich. Das mache ich mal gleich, da du ja die Bits rausgehauen hast, mein Guter. Sekunde. Das Boise. Und den Boss habe ich jetzt übrigens mal auch nach dir benannt. Nächstes Mal heißt er wieder Medu. Ne? Sekunde. So. Kriegst hier noch was dazu. Und zwar. Zack. Zack. So. Fuck! Fuck yeah! Oh mein Gott! So. Und lieber Call Me Crazy. Hehe, so rappt er. Natürlich auch 3 Monate in einer Reihe. Wie gesagt, herzlichen Dank, Mann, für deinen Twitch Prime Sub. Ne? Wie gesagt, herzlichen Dank. Und es ist gut, dass du es jetzt gemacht hast, weil dann kann ich hier nämlich auch gleich das noch gut schreiben. Sekunde. Currency, Sekunde. Wie gesagt, herzlichen Dank, Mann, für den Support. Ne? So. Der liebe Call Me. Call Me sollte eigentlich reichen, oder? So. Genau, hier haben wir ihn ja. So, du kriegst jetzt hier auch was gut geschrieben. Für den Sub. Und zwar das hier. Zack. So. Und natürlich Le Creeper, die alte Zicke. Moin, moin, auch an dich.
So, gut. Wie gesagt, herzlichen Dank, Mann. So. Genau, wir sammeln erstmal alles ein und wir brauchen auf jeden Fall am Anfang so ein Steinmesser. Das heißt, Steine wäre ganz cool, wenn wir die finden. So. Okay. Was ist denn los mit euch? Übertreibt doch jetzt nicht. Und Medu schenkt gerade an den lieben Signet ein Twitch, also ein na, du weißt schon, ein Sub. Wie gesagt, Frank, herzlich willkommen. Ne? Oh, die Frames sind aber schlechter geworden jetzt gerade. Hier in dem Gebiet. Also jetzt habe ich nur noch 40 bis 50 gerade. Also ich hoffe, man sieht das nicht im Stream, aber es sollte eigentlich noch relativ okay sein. Wie gesagt, herzlichen Dank, Mann. Medu. Alter, aber du musst. Medu, übertreib doch nicht, ohne Scheiß. Du hast schon echt wieder diesen Monat viel zu krass übertrieben. Ich würde gerne so ein Vieh boxen. Komm her. Oder greifen die mich an? Ich glaube nicht, oder? Die sind doch friedlich, oder? So, es hat auf jeden Fall aufgehört zu. Oh, guck mal. Jetzt sind hier auch die anderen Viecher tatsächlich. Aber die greifen ja nicht an, habe ich gedacht. Das sind ja Tapire. Aber die rennen weg. Okay. Ja, wird mit Jagen wahrscheinlich schwierig. So, wir brauchen Sticks und Steine. Kann ich hier vielleicht irgendwie. Nee, geht nicht. So, was ist das? Was meinst du, was ist das? Randomness? Oder was meintest du jetzt? So. Alter, Räh hat's gemacht. Was war das denn? Das war so ein Gürteltier, ne? Das Spiel ist Green Hell oder Green Hell. Also, ich weiß nicht, ob sie oder de. ob sie oder so, hm? Alter. Ich habe Angst, dass die Viecher mich angreifen. Green Hell heißt das. Und das ist zurzeit noch ein Early Access Game. Ähnelt aber sehr dem, schade, umhauen kann ich ihn nicht, anstatt ich ihn einfach abbreche, weißt du? Ähnelt sehr The Forest. Also, es ist eine Mischung irgendwie aus The Forest und Ark jetzt so gerade, nur ohne Dinosaurier und ohne außerirdische Eingeborene. Aber hier gibt es halt auch eingeborene Tiere und jede Menge Scheiß. Und, ja. Und irgendwie habe ich ein bisschen Angst, dass mir hier irgendwie alles, weiß ich nicht. Also, wir brauchen erstmal Sticks, aber Steine wären noch viel wichtiger, finde ich. Ich würde gerne Steine haben, aber Steine ist so eher wahrscheinlich am Wasser oder so. Ne? Wie gesagt, wir versuchen mal, bis wir einmal sterben und dann habe ich Amido versprochen tatsächlich, dass wir nicht so lange machen. Genau, das kann ich erst auch abhauen, wenn ich ein Messer habe oder sowas. Hier ist irgendwie so ein, sieht aus wie Bananen, oder? Sieht aus wie Bananenpflanzen hier. Und wir kommen endlich aus dem Regen raus hier so ein bisschen. Was ist das denn hier? Hier ist ein Camp. Das erinnert mich so auch an The Forest, aber ist hier irgendeiner? Hallo? Hallo? Wir ducken uns mal. Wir sind Feiglinge grundsätzlich. Ne? So, zack. Nehmen alles so mit, da die hier so gelagert sind. Ne? Alles, was umsonst gibt. Nicht, dass jetzt einer kommt und get off my property und mich erschießt oder so. Tribal, was war das? Tribal Firestarter. Okay, ist das irgendwie was Besonderes? Tribal Firestarter. Okay, aber das ist schon mal gut, dass wir das gefunden haben, dann müssen wir das nicht craften. Ich würde zur Schüssel würde ich eigentlich auch mitnehmen. Hier wachsen Pflanzen dadurch. Okay, das scheint schon länger hier zu liegen. So ein Korb kann ich auch nicht mitnehmen. Ich brauche Steine. Oh, was ist das hier? Stick? Ah ja, hier ist auch Feuer. Ah, was ist das denn? Meat spoiled. Jetzt habe ich schlechtes Fleisch aufgesammelt. Ernsthaft? Okay. Charcoal. Kohle gibt's auch. Okay. Kohle. Ist klar. So, Banana spoiled. Alter, wie ist alles vergammelt, ne? Ich will aber den. Kann ich das auch wieder droppen? Ich hoffe mal ja. Warte mal, wir schauen gleich mal. Es fängt schon wieder an zu regnen. Ich meine, es ist ein Regenwald, aber. Ih, was ist das? Ach, ein Blatt. Okay, warte mal, ich denke mal, wir werden hier dann einziehen, wa? Kann ich ihn auch werfen? Drop? Nee, schade. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Speer oder so. So, okay, bis gleich, seht ihr? Was machst du, der Creeper? Bis gleich auf jeden Fall, Mann.
Ich denke mal, wir werden hier dieses Ding hier, werden wir mal, glaube ich, für uns einnehmen, würde ich sagen, weil hier, guck mal. Bone Knife. Oh, okay, cool. Banana Leaves. Ich denke mal, hier wird unser neuer Place to be, wa? Hier haben wir so ein paar Unterstände. Und hier können wir auch pennen. Also hoffe ich mal. Kann ich hier pennen? Hold E to sleep. Okay. Wie spät haben wir es überhaupt? 11? 10 Uhr, ja gut, 11 Uhr. Da werden wir noch nicht pennen gehen. Gut, wir verdienen ein bisschen aus der... Oh, warte. Ich würde mir gerne Pfeile und Bogen und so craften. Kann ich mir schon irgendwie was craften? Guck mal, hier haben wir die ganzen spoilte Scheiße. Picos means Beans. Okay, alles klar. Hm. Da haben wir dieses Messer. Knochen. Bone haben wir auf jeden Fall auch einen gefunden. Charcoal, alles klar. Okay. Okay, okay. Es hat aufgehört zu regnen. Finde ich sehr gut, weil die Sounds auch... Kann ich hier nochmal anrufen? Nee. So, warte mal, hier war das, ne? Genau, den Shit werden wir mal... Ich werde das mal kurz einmal hier aus dem Dings entfernen. Nicht, dass ich es nachher aus Versehen esse. Und dann liegt hier noch irgendwas Schlechtes rum oder so. So, weil hier werde ich natürlich mein Feuer dann halt reinmachen. Stöckchen haben wir auch schon am Düssel. Vergaß. So, was ist das hier? Hier ist auch trocken, ne? Oh, Pilze. Guck mal, hier Pilze. Nehmen wir mal alles mit. Die habe ich jetzt... Ich habe nur die grünen bisher gegessen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob man die hier essen kann. So, wir schauen mal. Wir machen mal einmal einen Test. Achso, warte mal, doch hier. Ah ja, okay, die darf ich essen, alles klar. Effects of Consumation. Okay, dann essen wir mal einen. Essen wir mal zwei. Gucken wir mal. Und Energy gibt es halt auch. Okay, alles klar. Die guten Pilze. Zwinker, zwinker. So, Steine hätte ich gerne. Ah, nehmen wir doch den. Was ist hier noch? Ne, das... diesmal ist das Wasser dirty. Okay. Alles klar. Dirty water. So, einen großen Stein habe ich in der Base auch noch nicht. Den werden wir jetzt auch mal hier hinpacken. So. Zack. Stick. So, legen wir mal dahin. So, 1 Stunde 50, 1250 Euro Chicken, you made me fail, fall in love. Was? und call me crazy, du kannst Ausrufezeichen Check machen, da siehst du halt auch, wie lange du schon followst, falls du den Befehl gesucht hast. Ansonsten könnt ihr Ausrufezeichen Befehle und Ausrufezeichen Befehle 2 machen. Da seht ihr auch alles, was es gibt tatsächlich im Stream als Streambefehle. Was ist das hier eigentlich? Ich würde ganz gerne den Knochendings. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Achso, ich bin voller Sticks schon. Warte mal. Ja, genau. Wir wollten ja was wegschmeißen. Das heißt, wir werden mal kurz hier so ein bisschen uns hier einmal hinbewegen. Zack. Und kann ich das auch so? Ah ja. Boah, Alter. Okay. So, Bohnen und Dings hier rein. Denn wir brauchen es nicht. So. Warte mal. Steine. Haben wir. Wie viele Steine haben wir? Stone. Craft. Ich wollte mir nämlich so ein Dingsmesser, ne? Oder geht das nicht? Achso, ich brauche zwei Steine. Ich habe nur einen. Ja gut, macht Sinn. Mann, hier müssen doch so viele Steine rumliegen eigentlich. Das kann doch nicht wahr sein. So, warte mal, wir werden uns, bevor wir dieses Camp hier wieder irgendwie verpeilen, ich werde mich jetzt mal nur am Fluss lang bewegen. Diese Dinger brauchen wir auch noch nicht. Wenn wir diese gelben Pflanzen sehen, müssen wir darauf achten, falls wir irgendeine Verletzung haben. Was liegt hier rum? Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Krokodil oder sowas. Die Sounds, ne? Ja, abhacken müssen wir dann auch noch, aber ich möchte das nicht mit dem... Oder hat das auch Durability? So, gucken mal. Ah ja, okay, das hat 100%. Aber ich möchte das nicht verbrauchen, weil das, glaube ich, ein bisschen geiler ist. Aber ich baue noch einen Stein. Da könnten wir uns doch auch irgendwie so ein Messer draus machen. Irgendwas macht hier auch komische Geräusche. Ach, da oben läuft wieder so ein Vieh. Da seht ihr es. Muss mich noch an die Geräusche... Also diese... Die sind, glaube ich, relativ safe und lieb.
Nein, da brauche ich noch keine Angst haben. Natürlich geil, dass ich in die Richtung gleich hier so ein... Ja gut. Hört sich an, als wenn hier so ein Riesenwasserfall wäre, weißt du? Aber irgendwie hört sich das an, als wenn es da hinten wäre. Okay. Irgendwie ist es mir nicht not suspicious hier. Naja, okay. Das ist hier schon ein größerer Wasserfall. Oh, Sticks sind wir voll. Das heißt, wir werden uns gleich auch so ein Feuerchen craften. Aber ich will hier schon am Fluss eigentlich bleiben, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, wir werden mal hier runtergehen. Und dann nachher immer dem Fluss halt folgen, damit wir das Camp wiederfinden. Aber ich brauche irgendwie einen kleinen Stein noch. Ich höre Frösche. Froschenkelalarm. Wo sind Frösche? Ist das hier? Ih! Oh nein! Seht ihr, was das ist? Guck mal, Leute. Das ist eine Klapperschlange. Die hat sich auch so aufgestellt, ne? Ich gehe mal lieber am Fluss weiter. Alter, jetzt schon giftige Tiere begegnen? Ihr wollt mich doch rollen. So, okay, wir gehen am Fluss weiter. Ich werde nie wieder nach Hause finden. Ich brauche noch so einen kleinen Stein. Ich will so einen kleinen Stein haben. Was hier? Oh, guck mal. Pirate Buddy. Ha. Sehr gut. Wir haben unser erstes Tier erlegt. Nein, der war schon tot. Obwohl, nee, wir haben ja vorhin so ein Dings gekillt. Oh, da sind Fische auch. Seht ihr das? Kann ich die auch jagen? Ah, da ist ein Stein. Ein Fisch. Komm. Put. Oh, Alter. Und es fängt... Das hört sich an, als wenn es wieder gleich regnet. Okay, warte mal, wir können uns jetzt so ein Dings craften. Das heißt, wir können auch gleich den Weg nach Hause mal machen. Denn ich möchte mir da ein Feuer machen und vielleicht irgendwie ein bisschen Fleisch wäre noch ganz cool. So, genau, Stoneblade, das können wir uns hier craften. Muss doch sich aber auch irgendwie so ein Speer craften können. Kann mir gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. So, jetzt haben wir dieses Steinding hier. Und jetzt können wir uns auch ein bisschen was trockenes Zunder mitnehmen, das brauchen wir nämlich noch. Geht das nicht? Ah doch, das geht. So, und der Creeper natürlich, danke fürs Hosting. So, Palmleaf. Wo ist das Trockene? Wahrscheinlich wird es jetzt nass, oder was? Sag mir nicht, dass hier nichts Trockenes ist. Palmleaf. Wo ist das Trockene hin? Ist das nass geworden jetzt? In Palmleaves kann man aber schon auch noch was machen, oder? Ah, dry. Okay. Das nehmen wir mal mit. Hier ist auch noch eins. Oh, fuck, da war ein Vieh. So. Ah, guck mal hier, das nehmen wir auch mal mit. Für Bandagen. So, wie lange hält das Steinmesser eigentlich durch tatsächlich? Durability 17%. Okay. Alles klar. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr alle da seid, man. 14 Zuschauer, Alter. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so interessiert. Und Moffenmoff, oder wer ist Moritz? Schreib mal bitte kurz in Chat, oder du kannst auch gerne fragen. Schreib mal am besten in den TS-Chat oder halt im Twitch-Chat. Da kann ich dir gerne jede Frage auch beantworten, wenn du willst. Sorry, ich habe das jetzt erst gesehen, weil ich gerade streame. Ich will so ein Vieh erlegen, aber dazu brauche ich wahrscheinlich einen Speer oder so. Scheiß. Ich bin nicht da. Mm-mm. Ja, komm her. Oh. Kann ich das eigentlich... Ach so, das kann ich auch werfen, ne? Ah ja, okay. Ih, was ist da drüben? Was ist das? Sind das auch Schlangen? Das sind keine Schlangen, oder? Was ist das? Das sind Krebse. Wo ist die hin, die Sau? Nein! Das war bestimmt leckeres Essen, Mann. Oh, Kokosnuss. Kann ich die nicht beim Kompoton? Geht das nicht?
Na doch, geht. Alles klar. Verdammt, da waren Krebse und ich wollte die eigentlich essen. Also mitnehmen, zumindest. Man weiß ja nie, ne? So, und natürlich Detlef, Frau Ochanlo und ich. So. Ich hoffe, dir geht's gut, Detlef. Oh, die Frames werden hier aber auch ein bisschen schlechter tatsächlich. Also jetzt geht's runter auf 30 gerade. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, ob ich das Spiel schon welches länger offen habe. Oder ob es jetzt tatsächlich hier an dem Game liegt. Aber es ist noch flüssig, also es läuft noch gut, auf jeden Fall. Also es lässt sich noch ordentlich spielen. Hier in die Richtung, wenn ich halt da hinschaue oder so, da wird es schon ordentlich. Ich habe Angst, dass ich runterfalle und mir gleich irgendwie alle Haxen breche. Was ist das? Oh, Stone. Ungewöhnliche Position, aber wir nehmen es mit. So, achso, wir haben ja vorhin auch so ein Ding gefunden, ne? So ein Kadaver, hätte ich beinahe gesagt. Was kann ich damit machen? Harvest. Toter Bird. Oh, okay. Wir kriegen daraus Federn. Alles klar. Warte mal. Federn. Ich würde das ganz gerne auf einer Stelle haben, damit ich jetzt auch alles sehe, was ich hier überhaupt habe für ein Shit. Fleisch haben wir jetzt auch bekommen, oder was? Okay, 19 Stunden, 51 Minuten. Alter, irgendwas ist rechts neben mir. Links. Alter. Das hat mich erschreckt. Okay, es wird langsam dunkel. Alter, ich gehe... es wird dunkel, das heißt, ich gehe... Dry Leaf nehmen wir noch mit. Ich dachte, mich hat gerade eine Schlange oder so. Ich gehe erstmal nach Hause. Es wird dunkel, glaube ich, ne? Das hat sich gerade angehört wie ein Raptor. 16.23 Uhr. Na gut, noch ist alles safe. Das hat sich irgendwie angehört wie ein Raptor. Aber da es hier hoffentlich keine Raptoren gibt, würde mich wundern. So, warte mal, hier ist der Fluss. Oh Gott, ich hoffe, ich finde wieder jeden nach Hause da. Wäre nämlich dramatisch, wenn nicht. Was war das? Ich weiß nicht, was es war. Und dann werden wir nachher auch noch probieren, was zu... Ja, warte mal, Fluss? Das ist falsch hier, oder? Fuck, ich sag ja, ich werde das nie wieder finden. Bläh. Das war doch nicht in die Richtung, oder? Bin ich... Gott, wo bin ich hergekommen? Wo ist das Camp? Es wird dunkel. Oh Gott, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Schlange. Nein, da gehen wir nicht lang. So, sieht das, was streamst du eigentlich so? Ganz unterschiedlich. Arma, The Forest, Fallout. Ne, eigentlich ein paar Games sind da schon am Start. Also eigentlich alles, was mir Spaß macht halt. Ne? Und auch das ein oder andere Battle Royale Spiel habe ich auch schon gestreamt oder so. Alter, ich... Oder war das hier lang? Fuck, ey, ich sag ja, ich werde nie wieder nach Hause finden und es wird dunkel. Hier ist... Ist das ein Weg? Nee, das ist kein Weg. Wir sind auf jeden Fall in so ein Ding runtergegangen. Ich werde... Alter, macht die ganzen Sounds, machen mir echt ein bisschen Angst. Und ich habe kein Licht, vor allen Dingen. Wenn es hier dunkel wird, dann bin ich gleich am Arsch. Das war auf jeden Fall den Fluss lang. Kann ja nicht sein, dass ich so weit da weggelaufen bin jetzt, oder? So. Und natürlich, lieber Moritz. Natürlich auch fuck yeah. Danke für dein Abo, Mann. Herzlichen Dank. Was ist denn heute los? Danke, Leute. Und, achso, ja genau, Moritz, du wolltest ja irgendwas fragen, ne? Schreib das mal, schreib mal in Chat, sorry. Eine kurze Frage, warte einen Moment, muss ich mal kurz zum Teamspeak grüßen, dann mach eine Sekunde. Ich muss dir natürlich, wie gesagt, herzlichen Dank, sorry, bis ich es jetzt erst gesehen habe, Mann. Alter, ich bin gerade voll im Spiel drin, deswegen. Kurze Frage, wollte fragen, ob du das ja noch vorhast, wieder THF online zu stellen, würde dir auch mit dem Geld helfen. Ja, erstmal zumindest ist halt fest geplant ist natürlich nichts. Ne, ich werde irgendwie vielleicht versuchen, was auf die Beine zu stellen. Aber es ist natürlich auch hier, warte mal, hier ist der Wasserfall. Ist natürlich auch mit Programmierarbeit und sowas halt verbunden und sowas halt. Da muss ich auch noch vielleicht den einen oder anderen halt ran schaffen sozusagen. Und
Also wir schauen mal. Ich werde es probieren. Ne? Aber versprechen möchte ich es jetzt halt hier nicht. Ne? Angst, dass ich in irgendeine Schlange trete oder so ein Shit. Wo war denn das Camp? Das war doch... Oh, warte mal, das ist so eine Krabbe gewesen, habt ihr gesehen? Die Sonne geht auch langsam... Es ist noch gar nicht so spät, oder? 18 Uhr. Das war doch hier lang, ne? Also wir haben den Wasserfall wieder hochgefunden. Sorry, ich hätte auch ohne den Sub beantwortet, ne? Ich habe das nur, wie gesagt, ich bin in dem Game hier gerade so drin, weil ich hier echt aufpasse und Angst habe, dass mich hier irgendwie alles auffrisst und alles giftig ist und, ne, weißt schon. Ah, hier ist das Camp. Oh, ich habe nach Hause gefunden. Kann zwar auch sprinten. Aber jetzt regnet es. Wir sind aber noch nicht ausgepowert, das ist alles cool noch. Und ein Feuer, warte mal, wir werden schon mal hier so ein Ding, wie war das mit N... Oh wow, jetzt kann ich hier auch mehr Sachen craften anscheinend. Arrows kann ich mir craften, Small Stick, Bird, Feather, okay, alles klar. Tribal Fire Starter, Rope und Stick, alles klar. Was hier noch? Noch irgendwas? Hier stehen irgendwie 6 neue Sachen, keine Ahnung. Ein Frame, Babu Frame. Ach, damit kann ich wahrscheinlich auch Sachen aufhängen. Ja, das erinnert mich, wie gesagt, sehr an The Forest, muss ich echt sagen. So, Bamboo Wall. Dann kann ich mir anscheinend so ein Shelter bauen. Lock, Rope. Bamboo Stick habe ich jetzt noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Banana Roof, Palm Roof. Okay, damit kann ich mir so Unterstände bauen. Ah ja, okay. 10 Big Stones, dann kann ich mir so einen Stone Ring machen und da kann ich dann halt ein Feuer reinmachen, alles klar. Du hast unten noch Seiten. Ja, 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 die gehe ich auch gerade hier durch. Ein Campfire kann ich machen. Genau, wir schauen uns mal alles. Also hier, warte mal, kann ich hier irgendwie. Arrow. Achso, okay. Ah, ja, ja, okay, ich verstehe. So, Hand Drill, genau, den haben wir schon gemacht. Bandagen haben wir gemacht. Ropes. Kriegt man ja. Harvest from Trees. Coconut. Bidon. Okay, das ist ein Trinkgefäß oder was? Sieht so aus wie so ein Trinkgefäß. Dann Stone Blade und Stone Axe. Oh, Stick und Stone. Okay, eine Stone Axe werden wir uns, glaube ich, auch machen. Vielleicht hält die länger. Dann eine Torch. Stick und Rope. Ah, okay. Ein Bone Knife. Dafür brauche ich Bone und Rope. Okay, Bone habe ich ja noch und Rope habe ich auch. Arrows, alles klar. Okay, ein Tribal Fire Start. Okay, so, also was kann ich hier nutzen machen? Unknown Mushroom. Genau, die habe ich ja gegessen, die grünen. Da war ja jetzt auch nichts Schlimmes bei. Molerina ist diese Heilpflanze. So, was kann ich hier? Genau, Scratch Abrasion. Also so ein, ja, Kratzer und sowas halt. Und eine offene Wunde, ein Kratzer. Kann ich hier? Sanity. Macro Elements. Ja, okay. Okay, sonst haben wir hier weiter auch nichts. Was gibt's hier so alles? Fists, Increased Damage. Blades, 6 von 10, 0 von 10. Axes 0 von 10, increase damage, reduces stamina use. Ah, okay, alles klar. Speere. Speere gibt's auch. Okay. Crafting. Fire starting. Cooking. Archery. Okay, throwing. Fischen. Oh, ich kann mir auch eine Angel machen. Das wäre mega geil. Da hätte ich ja nur Bock drauf. Und Spearfishing. Ah, okay, also auch mit einem Speer. Gut, was gibt's hier? Hier haben wir alles durchgeguckt gehabt. Fireplaces hatten wir auch. Was gibt's hier? No Entries. Fallen. Stone Trap. Okay, Small Steel. Okay, Rope. Alles klar, gibt noch irgendwas? Nee, mehr sind nicht. Was haben wir hier? Ein Leafbed. Okay, da kann man sich halt Betten draus machen. Shelter. Okay, hier gibt's die richtigen Shelter auch noch. Allows to save the game. Ah, okay. Ich habe gerade, glaube ich, eine Schlange gehört. Kann das sein? Okay, während wir... Es ist 21 Uhr. Also ich denke mal, bald sollte es Schlafenszeit sein. Wird schon echt dunkel. Aber ich wollte noch vorher mir so ein Dings craften, schnell ein Feuer. Campfire, genau, das Einfache aber. Genau, das würde ich ganz gerne.
da reinmachen. Great. So. Harvest. Harvest. So, ist heute noch was anderes geplant, außer nur das? Ja, wir werden jetzt halt nicht mehr so lange das hier halt tatsächlich spielen, weil ich ja, wie gesagt, Midova auch versprochen habe, dass wir nicht so lange hier rum experimentieren, sondern ich wollte eigentlich nur allgemein mal laufen, gucken, wie es halt läuft und es ist auf jeden Fall spielbar. Da hatte ich nämlich schon ein bisschen Angst gehabt. Und wenn ich so auf den Tacho gucke, 8:30, also ich denke, wir werden nicht mehr so lange machen, weil ich natürlich auch morgen wieder arbeiten muss, leider. So, es fängt wieder an zu regnen. Alter, hier regnet es oft. Ich weiß, es ist ein Regenwald, aber eine Fackel hätte ich ganz gerne auch noch gecraftet. Alter, ich muss erstmal hier schnell Action machen. Okay. Erstmal Sticks rein. Jetzt fehlt mir natürlich ein Stick, ist klar. Ja, ein großer Stick fehlt mir jetzt. Ernsthaft. Pick up. Oh, ich werde müde anscheinend. Warte mal, wir hatten ja bei Holz gesammelt, ne? Also grafisch sieht das Spiel auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil aus. Und, ach, muss mich erst noch daran gewöhnen, nicht wie bei The Forest das zu machen. Harvest, ne? So, daraus gab es jetzt jede Menge Sticks und eine Plank. Die werden wir auf jeden Fall auch... Ah, die darf ich nicht einsammeln. Okay, Fire ist am Stüssel. Warte mal, hier war doch irgendwo ein Bett. Mann, das war hier. Im Regen schlafen. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Aber, warte mal, wie spät haben wir es? 22:19 Uhr, na komm, wir gehen jetzt pennen. Essen, trinken. Ach so, stimmt, der muss ja auch mal gucken, wie sieht es damit überhaupt aus. Oh, trinken. Sollte ich vielleicht was? Oder was ist das? Das Blaue. Was war das Blaue nochmal? Wasser, oder? Nehme ich mal an. Macht ja auch Sinn. Fett, ja, ja, Kohlenhydrate und. Ja, ja, okay. Haben wir eine. Haben wir? Ja, haben wir. Sekunde. So, warte mal, ich muss jetzt überlegen. Drink. Harvest. Eat. Okay. Denn aus einigen anderen Spielen kennen wir es halt so, dass wir halt, wenn wir einschlafen, tatsächlich lieber ausgehungert sein sollten. Aber ich glaube, hier ist es vielleicht ein bisschen besser, wenn wir keinen Hunger haben. So, kannst du eigentlich Regenwasser trinken? Ich weiß es ehrlich gesagt. Oh, oh Gott. Um 7:05 Uhr stehe ich auf. Ja gut, das ist ja ein ordentlicher Schlaf, würde ich sagen. Achso, und mein Health geht dadurch runter. Okay, ich sehe, mein Health geht runter. Okay, so. Genau, das heißt, wir werden jetzt schnell uns das Fleisch mal braten, würde ich sagen. Überleg. Devil Mouse, wie war es gleich? Genau, das hier. Use. Zunder hatten wir auch mitgenommen, ne? Dirty Leaf, Use. Ah ja, okay, das ist nochmal so eine Geile mit so einem Seil. Yes! Also man kann Regenwasser bestimmt trinken, es kann das auch aus einfach aus dem Fluss saufen, nur diesmal stand halt da, es ist dirty. Und ja, weißt du, deswegen möchte ich eher mich hier irgendwie nicht vergiften oder sowas halt. So, genau, das brät jetzt. Dann können wir ja mal, die können wir ja essen. Ein bisschen was hier reinfolieren. Das essen wir auch mal. So, jetzt haben wir Schalen. So, genau, Craft, zack, während das Fleisch brät, machen wir uns hier nebenbei nochmal ein paar Bandagen, Craft, Craft, ich hoffe, das Feuer reicht, also nicht, dass ich da nochmal was nachlegen muss, sieht man eigentlich auch, wie lange das Feuer brennt oder so, bitte kein Regen jetzt, Leute, ne? Ich brauche was zu fressen. Oh, trinken haben wir wenig, so wie ich sehe. Echt, muss ich so viel? Scheiße. Trinken? Haben wir noch irgendwie was zu trinken? Scheiße. Ich brauche mehr Kokosnüsse. Eindeutig. I need more nuts. Bin offen, mal guten Start ins Wochenende. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall German Chicken. Geil, dass du dabei warst, Mann. Herzlichen Dank. Ja, ich bin durstig, ich weiß.
Steak. Okay, essen. Kann ich das auch gleich essen dann? Oh, geiles Steak, Alter. Eat. Ah ja, okay, das gab gleich ein bisschen was an Action. So, ja, wir müssen irgendwie Wasser, ich muss irgendwie Wasser abkochen oder so ein Scheiß. Weil ich möchte das ehrlich gesagt nicht unbedingt, jetzt pur aus dem Fluss trinken, wenn ich ehrlich bin. New Entry Dryer. Ah, okay, hier habe ich auch gleich so eine Aufhängesachen. Cool, dass ich hier schon einige Sachen vorgefertigt habe. Also ich könnte jetzt hier theoretisch halt direkt das Wasser halt raussaufen, das werde ich aber nicht machen. Und hier, Richard, moin moin. Also es ist schon, fängt an zu regnen. Was ist das hier eigentlich? Keine Ahnung. So. Oh, irgendwas habe ich jetzt gerade. Warte mal. Blutigel. Ernsthaft? Weg damit. Okay. Irgendwo noch an den Beinen irgendwas, oder? Nee, okay. Uhr? Was geht ab? Scheiße, ich muss unbedingt was zu trinken finden. Deswegen wahrscheinlich... Oh Mann. Kokosnüsse. 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 So, warte mal, wir gehen jetzt, Norden, Nordosten ist unser Camp. Wir gehen jetzt hier mal lang. Ah, Alter, erschreck mich doch nicht so. Moment, wann und ich können wir vielleicht kriegen? Harvest? Thirsty. Ja, ja, ich weiß, ich bin durstig. Okay, wir haben anscheinend jetzt Fleisch daraus bekommen. Oder irgendwas anderes noch. Aber ich brauche trinken. Ich will... will nicht unbedingt das so saufen. Muss doch irgendwo Kokosnüsse geben oder irgendwas zu trinken. Das arme Tier, ja, gut, ich kämpfe hier gerade hart ums Überleben. Mein Leben geht schon runter. Ich brauche unbedingt was zu trinken. Unbedingt. Alter, will mir keiner erzählen, dass es hier keine Kokosnüsse gibt. Ich möchte nicht, nicht das Dreckswasser so saufen. So, nochmal zur Sicherheit. Richtung Nordosten, okay. Guck mal, hier sind auch... Oh, was ist das hier? Ah, okay. Da kriege ich jetzt irgendwelche Kräuter. Ich habe daneben geworfen. Oh nein, ist der jetzt weg? Nee, der ist nicht weg, oder? Eben habe ich es doch gerade gesehen, oder nicht? Das hier nicht meinen? Habe ich das jetzt komplett weggeworfen? Bitte nicht. Habe ich noch Steine? Ah ja, ich habe 4 Steine. Aber ich möchte das... Kann man das mal einmal werfen oder was? Hört sich auch eklig an, wenn man hier läuft. Ich muss unbedingt was trinken. Wir nehmen mal trotzdem so lange mal das andere Messer in die Hand. Kann ich mir nicht irgendwo was abkochen oder so? Vorhin haben wir so viele Kokosnüsse gefunden. Warte mal, hier ist ein Kokosnussbaum, oder? Kann ich daran schütteln vielleicht oder so? Kann ich vielleicht... Ja, ich weiß. Ich versuche doch schon... Ich möchte jetzt nicht das Wasser so saufen, Mann. Kann ich nicht irgendwie was craften? Speer oder so? Speer? Wo kann man sich, wenn, Speer craften? Hier oder so? Arrow? Torch? Bone Knife? Handrill? Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo waren das denn, wo waren das mit der Axt und so? War das nicht hier? Nee, das war nicht hier. Aber hier war die Axt, oder? Ja, ja, ja. Stick und Stone. Okay, wir probieren das mal. Vielleicht kann ich ja den Baum fällen oder so und dann fallen die runter.
Notebook. Gott, das mit dem Craften ist noch ungewohnt auf jeden Fall. Nee. Stick und Stone, Stick und Stone. Stick. Craft. Stone. Stone Axe. Okay, alles klar. Zwei. Hier sind Kokosnüsse dran, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Nee, das geht nicht. Verdammt. Stone? Kann ich den vielleicht... hier kommen die, war ja nicht so teuer. Kann ich die vielleicht runterwerfen? Nee, geht auch nicht. Oh Mann. Ernsthaft, wo ist die Axt jetzt gelandet? Hä, wo ist die gelandet? Ah, hier. Okay, also die Dinger kriege ich nicht runter. Verdammt. Ich darf nicht so viel Zeit verschwenden mit Trinken versuchen zu finden. Verdammt. Panic Mode, ihr merkt schon langsam. Scheiße, ich will nicht das Wasser so saufen. Hat gut geklappt. Oh Mann. Ich brauche was zu trinken. Kann ich nicht irgendwie... Oh Mann. Was würde ich jetzt in echt machen? Schluck oder Spuck. Ich, vielleicht sollte ich mal... Ich will das nicht so saufen, ganz ehrlich. Warte mal hier, komm her. Kann doch nicht sein, dass ich die nicht treffe. Ich will doch verarschen. Ich krieg diese Dinger nicht. Ich bin selbst so doof zum Jagen. Fun Fact dabei, ich bin in echt auch hab einen Jagdschein tatsächlich, aber kann ich vielleicht... Oh, ich will meine Axt nicht unbedingt. Das hat sie auf jeden Fall getroffen. Ist meine Axt hier? Es regnet hier so oft. Kann ich nicht irgendwie eine blöde Kokosnuss mit Wasser sammeln oder so? Ich muss irgendwie was trinken. Aber ich finde keine blöde Kokosnuss. Ropes nehmen wir auch immer gerne mit. Das geht? Echt? Kann ich die hinlegen und dann da rauslaufen, oder was? Ich muss die auf den Boden legen. Okay, danke. Oh, guck mal. Moment. Du blöde Sau, der mich verarscht. Wo ist denn? Da hinten irgendwo. Wo bist du? Okay, warte mal. Es hört sich an, als wenn es gleich wieder regnen würde. Oh, hier sind Bananen. Oh, cool. Oh, Essen ist auf jeden Fall hier schon mal safe. Also Essen, verhungern sollten wir nicht. Moment, es fängt an zu regnen, oder? Funktioniert gut. Hier, Richard, Alter, jetzt macht er auch noch hier Regen. Regen. Warte mal. Ah, okay. Cool. Drink. Oh, danke. Lebensrettung. Das ist aber clean, ne? Hier steht jetzt clean. Kann ich nicht mehr? Natürlich. Okay, wenigstens haben wir eine Kokos gefunden. Also das heißt, wir verdursten nicht. Kann ich hier auch was trinken vielleicht? Nee. Was sagt denn sonst noch unsere... Oh, wow. Ach, das ist gar nicht unser Trinken, ne? Was ist denn unten rechts? Das Blaue. Ist das vielleicht doch was zu essen?
Eat. 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 Das ist trinken? Okay, alles klar. Okay, da es jetzt regnet, können wir jetzt eh gerade kein Feuer anmachen. Drink. Es gibt immer nur 2 Hydration. Das ist also nicht so viel, tatsächlich. Okay, danke, Detlef. Und danke natürlich an alle, die helfen gerade. Ihr merkt, ich bin hier hart am Struggeln, am Überleben, Alter. Das ist schon nicht so einfach. Okay, sobald es aufgehört zu regnen, können wir hier auch nochmal so ein Ding. Free Amarillo Meat. Können wir nämlich hier auch nochmal was zu fratzen machen. Das hält sich ja dann länger, ne? Wo war es gleich? Hier, ne? So. Nein. Use. Dann. Genau, Zinder. Use. Use. Come on. Come on, Timmy. Come on. Come on. Geh an. Sehr yes. gut. Yes! Der freut sich immer wie ein. Wie ein großer. So, okay. So, das wird jetzt gebraten. Kann ich Bananen auch braten? Oh ja, tatsächlich. Pilze auch? Okay, wir probieren mal alles einmal aus. Ich glaube, die Bananen lässt sich nicht braten. Ich glaube, die Pilze auch nicht. Jedenfalls sieht es nicht so aus. Drink. Drink. Okay. Fleisch läuft, oder? Läuft das nicht? Ja doch, das läuft. Hier kann ich auch Sachen aufhängen. Ich würde mir aber gerne Wasser abkochen, damit ich mal so ein bisschen mehr hätte. Ah ja, okay, aber es hat schon ein bisschen was gebracht. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. So, leg mehr hin. Ich habe leider nicht mehr. Okay, das heißt, wir werden uns nochmal kurz vom Camp ein bisschen entfernen. Wir gehen diesmal in die andere Richtung. Und schauen mal, ob wir hier noch... Oh, guck mal. Warum kann ich das nicht? Guck mal, da könnte ich Wasser mit sammeln und abkochen. Das ist doch Kupfer, oder nicht? Oder was ist das hier? Oder irgendwelches Verrostetes. Das ist mir egal. Oh, Stone. Nehmen wir auch gerne mit. Das ist schon ganz gut hier, glaube ich, an so einem Camp zu bleiben. Das macht schon hier auf jeden Fall Sinn. Müssen wir irgendwo noch Kokosnüsse sein? Kommen, Leute. Kokosnüsse. Bananen. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Ist cool, dass hier gleich so eine Plantage halt ist oder sowas halt. Stick. Hier, komm einmal. Ah, ne, wohl, das ist ein Bananentree. Den mache ich mal nicht kaputt. Vielleicht wächst ja da noch was. Ah, hier, guck mal. Haha. Unbekannte Nuss, die haben wir vorhin auch gegessen. Sehr gut. Also, Essen findet man viel. Hier, warte mal, den können wir einmal eliminieren. Naja, du könntest eine Runde The Forest. Wette deinen Livestruggle. Ja, ja. Aber hier ist es gefühlt irgendwie gerade noch so ein bisschen schwieriger. Aber es liegt wahrscheinlich daran, weil ich mich noch nicht so auskenne. Wo ist das trockene Shit? Dry, da. Warum er auch immer jetzt hier so... Was macht der? Weil ich ihn angeguckt habe? Okay. Er zittert schon bei meinem Angucken. Palmleaf. Ist aber echt schwer zu sehen, welches trocken ist. Da, das ist trocken noch. Okay, ich muss mir merken, Camp ist diesmal in Richtung... Ich habe Angst, dass ich mich hier verlaufe, Alter. Ich finde sonst nie wieder zum Camp zurück. Südwesten. Alles klar. Muss doch irgendwo noch eine blöde Kokosnuss geben. Okay, Seile nehmen wir mit. Darf ich noch mitnehmen? Alles klar. Ja, so an sich, also der erste Eindruck oder sowas halt auch von dem Spiel. Mir gefällt schon mal sehr gut. Es läuft eigentlich auch relativ gut, also 40, 50 Frames oder so habe ich trotz Stream halt noch auf mittleren Einstellungen.
Ich könnte es wahrscheinlich ein bisschen höher stellen oder sowas, halt, dann würde sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Okay, Ropes haben wir jetzt komplett. Fleisch. Oh, mein Fleisch. Oh Gott, hoffentlich verbrennt das nicht. Das verbrennt bestimmt, oder? Ich wette mit euch, das verbrennt. Oh, guck mal. Wenn nicht, haben wir neues Fleisch. Bleib stehen. Halt, stopp. Wo soll hin? Die blöde Sau, der ist auch noch grün. Der verarscht mich voll. Ja, hau ruhig ab. Okay, Moment. So, wäre das erstmal, wäre dann erstmal weg, wenn wir nicht Anime gucken. Wie gesagt, schön, dass du da warst, Detlefmann. Trinken kann ich noch nichts. Und das ist verbrannt, oder? Take. Guckt. Eat. Okay, Protein, haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich was. Ja. Vergammelte Pilze. Alter, wenn das ins Wasser fällt, das muss ich aber auch nochmal überarbeiten. Leider kann ich sie nicht mehr essen, weil ich sie vergammeln haben lassen. Ist aber nicht so schlimm, denn wir saufen uns jetzt wieder einen an. Drink. Drink. Und irgendwoher brauche ich eine blöde... Irgendwie mehr Kokosnüsse. Ich muss irgendwie rausfinden, wann man kann nicht craften. Vielleicht. Oh, okay. Cage Strap kann ich jetzt auch machen. Dann habe ich hier, also im Laufen kriegt man neue Sachen, halt auch Blutwürmer. Reduces Sanity. Hier ist Body, okay. Also das soll man halt abmachen. Okay, was gibt's hier noch? Basic Bandage. Ah, okay. Eine Bandage und das Dings, es gibt dann halt so eine... Ah ja, okay. Okay, okay. Oh, Stone Spear. Long Stick, Stone Blade, Rope. Ah, okay, alles klar. Moment. Longstick. Was war ein Longstick? Ist das hier ein Longstick oder was? Nee. Ah, okay. Craft. Rope. Und Stone, oder? Habe ich keinen mehr? Na doch. Und Stone. Oder? Nee, falsch. War das ein großer Stone oder was? Oder brauche ich mehr Steine? Hab jetzt nicht drauf geachtet. Verdammt, hätte ich mir das Rezept gemerkt. Goddammit. So, Notebook. So, Long Stick. Stone Blade. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Ja. Alles klar. Craft. So, genau, dann Craft, Stone Stick und Rope. Hier, nee, da. So, wenn es jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Ah ja, okay, Stone Spear. Okay, Speer. Sehr gut. Speer, Axt, Messer. Alles klar, passt. So, es wird langsam dunkel. Wie sieht's aus? Essen, Trinken sieht eigentlich alles ganz cool aus jetzt momentan. So, wo sind hier unsere sauberen? Nur eine noch? Ah, nee. So, warte mal, ich muss unbedingt mal... Das mir hier so, damit ich auf gar keinen Fall verliere. Hier. Einmal. Zweimal. So, packen wir alles daneben. Fleisch hatte ich auch noch, oder? Ja, so wie gesagt, erster Eindruck auf jeden Fall cool. Ah ne, Fleisch habe ich ja gebraten. Okay, wir essen mal eine Banane. Gebt noch ein bisschen Kohlenhydrate. Genau, Feuer ist noch am Stissel. Wie spät haben wir's? 17:43 Uhr, also so viel Zeit haben wir nicht mehr.
Gut, trinken, essen sieht ganz cool aus. Ein Bananenfeld haben wir hinterm Haus. Schwie. Ach ja, aber man konnte sich doch auch eine Fackel, ne? Wie war das gleich? Eine Fackel. Stick und Rope. Okay. Alles klar. Craft. Also noch ein bisschen umständlich tatsächlich, aber irgendwie, also ist jetzt nicht irgendwie ungewohnt, sagen wir mal so. Weak Torch. Kann man da mehr ranmachen oder so? Nee. Okay. Craft. Okay. Alles klar. Also das heißt, wir können auch mal nachts irgendwann mal unterwegs sein. So, wolltest du nicht eigentlich nur ein wenig machen? Ja, ich wollte die Grundsachen dann für uns halt mal rausfinden, Medo. Damit wir halt auch überleben können zumindest. Also, ich mache jetzt noch bis 20 nach 9 und dann bin ich durch für heute. Und dann habe ich den ersten Einblick auf jeden Fall damit halt durch. Erster Einblick auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Scheint aber auch noch schwierig zu sein zu überleben. Was ich auch noch craften wollte, Unknown Herb, genau. Bis ich auf jeden Fall so eine Special Bandage habe. Lily Dressing, genau. Ah, okay, das ist halt so das Special Bandagen Ding. Normale Bandage. Zunder. So, Steine. Zunder. Ach, geht das nicht? So, und Kohle. Was ich daraus machen kann, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber wir schauen mal. So, Seile, Sticks und sowas ist auch easy. Die Nüsse. Feuer machen. Ja, so die grundlegenden Sachen auf jeden Fall wissen wir jetzt schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste gewesen tatsächlich. Und Medu, ich sag dir, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, Alter, weil das ist auch wieder so einer der Spiele, die ich ganz gerne mag halt. Also ich mag ja Survival Games allgemein gerne und ja, ich weiß nicht, ich weiß nur nicht, warum mein Leben nicht weiter hochgeht. Vielleicht muss ich da irgendwie auch noch so eine Art Health-Mix oder so. Ich habe keine Ahnung. Fängt gleich übrigens wieder an zu regnen wahrscheinlich. Ich will auch gar nicht mehr so weit von dem Dings weggehen, vom Lager. Warte mal, was sagt die? Essen, trinken ist alles gut. Aber was ist denn das Grüne unten links, wenn ihr gesagt habt, grün, was ist grün? Verdammt, warte mal, man konnte das doch nachschauen in dem Buch, glaube ich, ne? War das hier? Nuts are the best source of fats. Okay, Fette brauche ich auf jeden Fall. Okay. Alles klar. Genau, danke, bin ich auch gerade selber drauf gekommen noch. Aber wie gesagt, danke, Jan, jede Hilfe, ne? Und sobald der Multiplayer draußen ist, Leute, werden wir dann auf jeden Fall eine fette Runde dann auf jeden Fall auch zusammendrehen. Aber erstmal will ich auch The Forest natürlich weiterspielen, weil ich da das noch nie durchgespielt habe und deswegen, das muss auf jeden Fall auch sein. Ja, essen, trinken, Fett, habe ich ja eine Nuss, habe ich ja am Start, ne? Eat. Genau. Okay. Na gut, also hier in der Gegend, in dem Camp, in der Nähe, Fleisch. Also hier beziehungsweise Kohlenhydrate kriege ich hier auf jeden Fall. Fette durch die Fleischganzen Sachen, was hier in der Nähe war, kriege ich auch. Nur Fett wird halt wahrscheinlich hier in der Gegend, also ich weiß nicht, ob man hier noch irgendwo mehr Nüsse finden kann. Trinken kriege ich halt auch immer im Stüssel. Es regnet aber immer kurz, ne? So, wie spät haben wir es? Okay, wir sind jetzt relativ gut genährt. 21 Uhr, also ich denke mal, wir werden so wieder um 22.30 Uhr oder so schlafen gehen. Pi mal Daumen. Sind große Steine. Alter, Angst natürlich nachts hier in den Dschungel reinzugehen, würde ich im Normalfall eigentlich auch nicht machen ohne Licht. Es fängt wieder an zu regnen. Okay, Sticks können wir nicht mehr mitnehmen.
Dann nutzen wir nochmal unsere Restkraft und werden hier. Ist das ein Bananenbaum? Nee. Werden hier nochmal ein paar trockene Blätter mitnehmen? Shit! Seriously? Was passiert? Hat er sich jetzt verletzt? Nee. Ich glaube nur die Axt ist kaputt gegangen, ne? Aber die war easy zu craften. Wo ist das Trockene? Dry. Noch mehr irgendwo hier vielleicht? Dry, dry, dry. Ich sehe es nicht. Das kann eigentlich nur einer gewesen sein, oder ist das random, was da rauskommt? Okay. Moment. Wo ist das Camp hier hinten? Alter, also verirren tut man sich auf jeden Fall auch ganz gerne, glaube ich. Ansonsten Bananas. Sind keine mehr am Start. Wie lange halten die sich denn eigentlich? Ein Tag, 16 Stunden, 32 Minuten. Okay, die hebe ich mal für morgen früh auf. So, unser Speer. Okay, cool. Dann unsere Fackel, die ich natürlich nur anmachen kann, wenn, ne? Und unser Messerchen. So, genau, Axt. Nee. So, Craft und Steinchen. Muss ich mir aber noch merken, wo die Felder halt sind. Tatsächlich, so war das, ne? Ja, okay. Die vier Tools würde ich immer ganz gerne halt voll haben, eigentlich. Und falls uns jetzt was hier irgendwie zu nahe kommt, wir nehmen erstmal den Speer, würde ich sagen. So, Uhrzeit. 22:30, Schlafenszeit. Gut genährt war ich auch, oder? Ja, alles easy. Und trinken nochmal einen Schluck. Falls es bis morgen regnet. Die Planke. Damit weiß ich auch noch nicht, was ich machen kann. Und wir werden mal schlafen gehen. So, unsere Ausdauer holt sich dadurch halt wieder. Wir schlafen bis 15:45, ja, so 22:50. Ja, also wie gesagt, 20:15 oder sowas halt, werde ich aufhören. Tatsächlich, wir werden jetzt hier noch gucken, bis wir halt den Rest hier noch ein bisschen aufräumen, ein bisschen vielleicht noch was finden gleich. So, da wir gerade trinken können, wie sieht es überhaupt aus mit der Ernährung? Okay, Fleisch brauche ich, also, okay, also man muss erst noch mal wissen, genau was halt was gibt und so, das ist halt schon gar nicht so einfach. So, bevor die vergammeln. Ja gut, ein bisschen halten sie noch. Aber wir werden natürlich auch mal probieren, was zu jagen. So. Ich muss mir das unbedingt merken, wo lang wir gehen. Südwesten. Also Nordosten wieder zurück. Am Wasser war eigentlich vorhin gar nicht so schlecht, ne? Oh, guck mal. Kokosnuss. Ja. Ah, sehr gut. Das ist Trinken, Essen und alles. Oh, Moment. Laufen die ja gerade gegeneinander? Er hat nicht getroffen, ernsthaft? Wo ist mein Speer? Alter, wenn der nicht trifft, dann weiß ich auch nicht. Ist er tot? Get down! Unser erstes, ich weiß nicht, wie heißt es gleich? Na, ihr wisst schon. Oh, irgendwas habe ich gerade auch wieder. Nein, ernsthaft? Ich will nicht krank werden oder so. Okay, erfolgreich schon mal gejagt. Das ist gut, das ist wichtig. Warum haben wir jetzt wieder Action Jackson? Nee, C. C? Was haben wir? Haben wir uns irgendwo verletzt dabei oder so? Nee, hoffen wir nicht. Ah. Wir haben wieder Freunde. Hier. Blablabla. Kann ich ihn wieder ransetzen? Nee. Hier. Die müssen weg auf jeden Fall, die Kacker. So, hab ich noch irgendwo was? Das erinnert mich gerade so. Ne, kennt ihr aus Bayern, ne? Die Leute aus Bayern kommen?
Diese Schublattler oder wie die heißen? Lalalalalala. So, sonst habe ich nirgends sowas, ne? Guck mal hier so, Schuhperteln. Nein, okay, wir hören mal auf, Späße zu machen. So, was haben wir hier bekommen? Achso, 3 Ruhe Fleisch. Okay. Wir überleben, Leute. Wir sind stark auf jeden Fall. So, Nordosten. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo was. Noch so eine Kokosnuss wäre geil. Den wäre nämlich trinken auch immer safe. Und ich will gar nicht wissen, wie groß die Map ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Weiß einer von euch, wie groß diese Map hier ist tatsächlich? Oder wie klein die halt ist? Also, oh, warte mal. Hayuken! Ernsthaft? Hat er den jetzt erwischt? Wahrscheinlich nicht, oder? So ein Vogel, also ich habe mir vorher noch gesehen, ich kann immer schon einen Bogen halt craften tatsächlich. Aber, werde ich jetzt mal noch nicht machen. Warte mal, halt der, wie lange hält denn der überhaupt durch von der Durability? 24%, 26%, 33%, 99%, okay. Alles klar. Macht's alles noch so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir vorhin was. Gibt's hier irgendwo trockene? Palm Leaf? Palm Dry? Trockene mal mitnehmen. Oh, was ist denn das hier? Unknown Fruit. Das mag ich ja mal am liebsten, wenn es unknown ist. Also unbekannt. Ja. Okay. Wer weiß, ob ich die fressen kann, aber wir schauen mal. Was passiert? Oh, was passiert? Oh nein! Ich habe Ameisen! Ah! Hilfe! Wasser. Mann, die will einem alles töten, verdammte Scheiße. Ah! Panic Mode. Hab ich jetzt irgendwo noch Ameisen oder was? I! Was mache ich dagegen? Oh Gott. Muss ich da so einen Verband drumlegen? Wahrscheinlich, wa? Ich habe ja glücklicherweise noch einen Verband. Blöde, verkackte Ameisen. Alles klar. Ist ja wie in Australien. Ja, ist wirklich so, Medu. Also ohne Scheiß. Ich fühle mich gerade irgendwie zurückversetzt in die Zeit. Kann mich erzählen, dass er das blöde Ding nicht trifft. Aber warte mal, ich muss erstmal hier mich darum kümmern, glaube ich. Das vielleicht? Beziehungsweise ich muss ja so machen, wa? Andere Seite? Alter, das ist voll eklig. Kann ich das? Geht das? So, wir haben so eine erweiterte Bandage. Ah, okay, das chillt uns. Alles klar. Sehr gut, dass ich die gemacht habe. Oh, hier sind noch Früchte. Ekelhaft, ja. Muss ich auch sagen. Nein. Weg damit. Okay. Oh. Nein! Blöde. Ich weiß auch gar nicht, wie es ist tatsächlich, ob die, die Fauna und Flora halt auch ausgerottet werden kann. Ich weiß es nicht so. Wie bei manchen anderen Spielen vielleicht. Man weiß es nicht. Oink, oink. Yeah, erwischt. Bam. Mother Trucker. Nein, ich habe nicht das Wort gesagt, ich habe Mother Trucker gesagt. Kriege ich da nicht Fell raus? Eigentlich wäre es doch sinnvoll, wenn das Ding irgendwie so ein Fell hätte oder sowas. So, Nordosten, ne? Ja, okay, hier ist unser Camp hinten. So, das geht nicht. Du hast doch ein Vieh schon erledigt. Wie viel willst du noch? Naja, ein bisschen was, ne? So, ich dachte so, wenn ich das Fleisch jetzt brate oder aufhänge. Ich weiß gar nicht, ich muss es erst braten und dann aufhängen. Eigentlich ist es ja
Und dieses Handsymbol da, ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass es getreated ist oder dass es halt nur vorübergehend erstmal geheilt ist. So, jetzt können wir natürlich kein Feuer anmachen, ist klar. Kann ich vielleicht das so trocknen? Oh, Bones. Ah, wow. Okay, daher kriegen wir Bones. Auch gut zu wissen. Geht das auch so? Geht das? Oder wir machen mal Experiment. Wir machen mal 2, 4. Na, hier kommen. 3 haben wir jetzt noch. Okay, 3 hängen wir mal auf. Und dann machen wir hier mal... machst du morgen Karte? Ja, wir gucken mal Prime. Was wir morgen machen. Morgen Abend mache ich auf jeden Fall The Forest mit Sasu und Buggy zusammen mal. Unknown Fruit, okay. Kostet ja nichts, ne? Okay, das gibt Wasser und Kohlenhydrate. Okay. Okay, Fleisch trocknet. Wasser sieht gut aus. Kohlenhydrate natürlich auch. Fett brauchen wir halt und Fleisch. Vielleicht hat das ja auch Fett, das Ding. Aber ich braten kann ich jetzt nicht, weil es regnet. Vielleicht finden wir noch irgendwo so eine Nuss. Okay, wir gehen mal hier kurz ein bisschen hin. So, Nordwesten muss ich dann wieder zurück, alles klar. Stone. Kannst du das Feuer nicht irgendwo da runter machen? Ja, ich kann bestimmt irgendwie so einen Unterstand bauen oder sowas halt. Ich hab's noch nicht ausprobiert, Medo. Deswegen mache ich ja schon mal die ersten Tests halt für uns, damit wir später nicht grundlos scheitern. Aber wie gesagt, ne, spätestens um 1:30 höre ich halt auf. Ja, weil dann muss ich echt aufhören und dann muss ich pennen gehen. Und das wollte ich halt noch kurz nutzen. Zumindest halt den ersten Eindruck mir halt auch verschaffen, ob das halt auch alles bei mir läuft und sowas halt. Und es läuft auf jeden Fall schnucklig. Ne. Und sieht eigentlich auch ganz geil aus, muss ich sagen. Also, hübsch ist es schon, muss ich sagen. Ja. Gerade so das Urwaldthema oder so. Das mit den Ameisen finde ich cool. Ne? Lieber grundlos rein als gespoilert. Nee, gut, ich habe mich ja nicht gespoilert halt, ne? Deswegen fand ich jetzt auch, ehrlich gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht jetzt so. Ne? Und es gibt bestimmt so viele Sachen, die wir noch nicht wissen. Weil wenn ich das sehe, was es jetzt schon da alles gibt, halt auch im Angeln und so ein Shit halt und weiß ich was noch. Ne, und dann kommt ja halt später noch der Story-Modus sowas halt. Und im Koop Survival, im Koop ist es wahrscheinlich nochmal schwieriger zu überleben. Laufe ich immer noch Nordosten? Warte mal. Nordosten muss ich zurück, Südwesten bin ich gegangen, ne? Okay. Wir müssen ja leicht mal unseren Place to be hier erkunden, unsere Umgebung. Was ist das da hinten? Ist das auch ein Dorf? Bleh. Oh, guck mal, Frosch. So, Milo, hau rein. Ach so, nee, Hero Richard, hau rein. Gute Nacht. Sah auch aus so wie Häuser hier, aber was ist das hier? Kann man das hier auch irgendwie? Na, vielleicht ist es sinnvoller, das dafür zu nehmen. Okay, das geht nicht kaputt, oder was? Das sind alles verschiedene Farben, alles bunt. Das kann ich hier durchhacken, da krieg ich Sticks raus, ne? Okay, Longstick. Okay, wir sind voll dann mit. Was hier? Ach, hier hängt ein Stick im Baum, oder was? Ropes nehmen wir mal mit. So gut, dann mache ich jetzt mal das letzte
Egg to be. Also ich werde mir kurz nochmal ein bisschen Fleisch braten. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt gespeichert ist. Wahrscheinlich nicht. Ach, verdammt. Laufe ich hier richtig? Nordosten. Hier unten, okay. Ich würde auch gerne wissen, kann ich die hier vielleicht auch irgendwie für irgendwas? Nee, ich glaube, das gibt nichts. Sekunde. Ah, unser Dings ist, unsere Wunde ist auch geheilt, ne? Sie? Ha! Okay. Wir sind auf jeden Fall geheilt worden dadurch. Das ist schon mal praktisch. So, letzter Akt war auf jeden Fall noch kurz das Essen einmal machen. Das hier trocknet ja vor sich hin, ne? Ich weiß nicht, wann das... Achso, okay, daran erkennt man, dass es fertig ist. So. News? Hier? Zack. Come on, Mother Trucker. Oh, yes. Jetzt fängt es an zu regnen. Oh, yes! Vor allen Dingen, ich höre gerade... Das ist gewittert, oder? Es darf jetzt nicht anfangen zu regnen, Alter. Komm schon. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Ach, komm schon. Sei doch nicht so. Oh. Blöder Regen. Also, gut, Regen ist natürlich wichtig, wegen, ne, hier, Drinky Drinky. Aber ich wollte mir das doch nur schnell kochen, verdammt. Oh, Fett und Dings, Alter. Also, wir müssen auf jeden Fall Fleisch auch essen. Wie lange braucht das hier eigentlich? Oh, das braucht auf jeden Fall lange. Also, man sollte sich auf jeden Fall eine gute Mischung an Nahrungsmitteln halt zusammen besorgen. Unterschlupf, ja. Ich probiere das gleich mal. Ob ich... Aber eigentlich... Ja gut. Vielleicht hätte man es... Aber hier regnet es ja auch rein, oder? Wir können das ja mal probieren. Warte mal, wir probieren das mal schnell. Zieh. Craft. Nee. Notebook. Stopp. Gott, wir lernen hier so viele Sachen tatsächlich, aber... Jetzt hört es auf zu regnen. Mäh. So, warte mal, das nutzen wir jetzt kurz. Use. Use. Ich habe auch gesehen, man kann das Feuer auch voller packen. Yes! Ja, wie er sich immer freut, wie ein Held. Ich habe Feuer gemacht. So, das eine Fleisch liegt da immer noch, ne? Oder wie sehe ich das falsch? Fleisch. Fleisch. So, das lübt jetzt hier, ne? Okay, wir packen nochmal kurz einmal ein bisschen was nach. Geht das auch denn? Warum ist es jetzt weniger geworden? Achso, das heißt, bis es ausgeht wahrscheinlich, ne? Kann ich da auch irgendwie Holz reinpacken? Geht das auch? Ah ja, oder? Ah ja, okay. So, Fleisch brät. Dann probieren wir uns mal Notblock. Wo war es gleich? Ist ja schon wieder Regen, glaube ich. Nee, Feuer. Machen wir mal Small Fire, mal zum Testen. Ich weiß nicht, hier sieht es nicht wirklich so regenfest aus überall. Ah, hier kann ich das... vielleicht so? Meint ihr?
Sollte nicht reinregnen, ne? So. Okay, Fleisch läuft. Gut. Ja, wir warten noch kurz, bis das Fleisch zu Ende ist. Und dann testen wir... Ja, das testen wir nächstes Mal irgendwann. Ob das halt mit dem Regen halt funktioniert, tatsächlich. Aber es ist cool. Also, mir gefällt das Spiel schon mal, muss ich sagen. Also, grundlegend ist es nicht verkehrt. So, ich brauche halt nur irgendwie Fett und so einen Scheiß noch, ne? Knochen, kann ich die irgendwo irgendwie lagern oder so ein Shit? Ja, Fett und Dings brauche ich. Was ist rot und mal? Ich vergesse es immer. Meat. Okay. Und Nüsse. Sicher, ne? Spielst du gleich Arme oder mal? Hallo? Hä? Nee, ich muss pennen gehen. Ich muss morgen arbeiten. So gibt's hier nur 30 Minuten oder eine Stunde. Ja gut, das ist halt die Grundlinie. Ich wollte halt das Anfang des Story-Tutorials halt durchhaben halt und jetzt gucken, was so geht oder wie es halt läuft oder so. Ne? Und morgen? Morgen muss ich mal gucken. Tagsüber halt irgendwas vielleicht Fallout oder Arma oder weiß ich was halt. Und abends muss ich halt mit Buggy und Sasu, das habe ich ihm versprochen. Da ich die schon ewig lange, also Sasu vor allen Dingen nicht gehört habe. Achso, Detlef ist gar nicht hier, ne? Fuck. Ich dachte, wollte eigentlich Detlef noch Bescheid sagen. Der freut sich dann bestimmt. Take. Adieu. Tschü. Take. Ist auch schon fertig. Guckt. Okay. Gucken, was wir daraus kriegen. Okay, das jetzt guckt. Eat. Ah ja, okay. Das gibt... Ah, okay. Fett und Proteine gibt das. Ich dachte, ich muss jetzt Nüsse fressen unbedingt. Okay, das beruhigt mich jetzt ein bisschen. Kann ich eigentlich auch nur so zum Test... Das hier dauert nur noch ein Weilchen. Geht das auch? Nee, das geht nicht. Also wenn es gebraten ist, dann geht das nicht. Okay. Wie lange hält sich das? Nicht so lange. Okay, okay. Also frisches Fleisch aufhängen und direkt braten geht halt auch. Okay, okay. Das hier gibt auch Wasser und Kohlenhydrate. Hier siehst du, das können wir auch mal noch schnell machen. Und zwar... trinken wir erstmal leer. Machen wir dann so. Oder auch nicht. Harvest. Okay, dann... Eat. 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 Und die Dinger packen uns hier nochmal hin. Knochen oder so muss ich auch nochmal tatsächlich gucken. Ja, war klar. Ich würde die ganz gerne noch so ein bisschen besser hinlegen. Okay, so. Okay, falls jetzt Regen trinken haben wir, Essen haben wir am Stissel. Feuer brennt ordentlich. Gut. Schauen wir auf die Uhrzeit. Halb ist es jetzt gleich. 17 Uhr. Ja, und damit würde ich sagen, liebe Leute, ich werde mich jetzt gechillt in das Haierbettchen geben. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei den reichlichen Zuschauern heute, dass ich. Heute waren ja echt viele mit dabei. Ja, freut mich, dass es euch sowas halt auch gefällt. Und Jan natürlich auch danke. Milo natürlich wie immer herzlichen Dank, Mann. Ich freue mich schon, Milo. Ja. Und ansonsten natürlich an die ganzen Subs heute natürlich herzlichen Dank. Und ja, Milo hat auch wieder einen Sub verschenkt natürlich. Frank ist jetzt ja auch Abonnent. Natürlich auch an dich. Na, viel Spaß damit. und ja, ich würde sagen, liebe Leute, falls ihr später auf YouTube sehen solltet oder sowas, halt, würde ich mich über eure Meinung natürlich auch mal interessieren. Ich höre schon irgendwas wieder. Habt ihr das Spiel selber schon mal gespielt? Seid ihr auch, ja, nicht gehypt, aber seid ihr schon erwartungsvoll darauf halt, was den Multiplayer halt betrifft? Ja, ich bin wie gesagt mal gespannt. Ich werde das natürlich nicht ganz so viel jetzt mehr in Streams halt spielen oder so halt, denn wir warten tatsächlich auf den Multiplayer. Und für den ersten Eindruck oder sowas halt, mir gefällt das Spiel. Es läuft eigentlich relativ rund.
Ich war halt noch nicht überall. Ich weiß nicht, wie schwierig es halt tatsächlich zu überleben. Ich habe noch nicht alle Krankheiten irgendwie geheilt oder sowas halt, sondern wir haben jetzt nur rausgefunden, wie wir durch Ameisenbisse und sowas halt alles geheilt haben und irgendwelche Kratzer oder sowas halt. Das ist ja easy going zum Glück. Und ja, wir sind nicht gestorben. Was mich verwundert tatsächlich, ne, für mein, für mein Devil-Mouse-Verhalten. Normalerweise sterbe ich eigentlich in so Spielen eigentlich immer grundsätzlich, bevor ich noch nicht weiß, wie es geht. Und genau, das können wir, warte mal, das testen wir jetzt mal kurz. Das habe ich ja gesagt, jetzt regnet's. Ich habe nur gewartet, dass es regnet. Ha, so. Zucker, use. Gucken, ob das weiter brennt. Es muss nur lang genug regnen. So, schauen wir mal, ob das was bringt. Wir können ja mal... ein Stöckchen reintun. Ich glaube, es brennt weiter, oder? Oder geht das nicht? Ah doch, das geht aber auf jeden Fall mit den Sticks. Das scheint, als wenn das hier weiter brennen würde. Sieht auf jeden Fall so aus, als wenn es weiter brennen würde. Ich glaube, damit würde ich sagen, ist der Test damit auch erfolgreich bestanden. Genau, das will ich hier auf jeden Fall noch machen. Dann haben wir nämlich eine Draußenbratestelle und eine Regenbratestelle. Big Stone. Ja, damit haben wir natürlich nicht ganz so viele. Die müssen wir erstmal ranschaffen, tatsächlich. Okay, okay, okay. Ja, cool. Ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Mido natürlich. Ja, es klappt tatsächlich, Mido. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Spiel den Multiplayer halt hat. Und ja, für die Leute auf YouTube natürlich einen netten Daumen hoch oder einen Kommentar würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mal eure Meinung runter, ob ihr das schon gezockt habt, ob ihr selber gehasselt habt irgendwie beim Überleben. Ob die leichteste Stufe jetzt mittlerweile doch nicht mehr so schwer ist vielleicht oder so. Also, ich habe nur gelesen, halt, dass es schon auf leicht ziemlich schwer sein soll zu überleben. Aber ich denke mal, da wir das Camp gefunden haben, so ist alles easy. Und ja, damit würde ich sagen, Leute, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Und ja, an alle, wie gesagt, die zugeschaut haben. Detlef, gut, dass du da bist. Morgen Abend mache ich mit Sasu und mit dem lieben Buggy eine Runde The Forest. Ab 21 Uhr kann leider Sasu aber erst, so 21 Uhr, 21.30 Uhr. Ne, also nur für dich als Reminder, falls du, ne, Bock hast, Sasu zu hören oder, ne, mit ihm zu quatschen oder weiß ich was halt, ne. Sei dabei, ne, und ja, an alle natürlich, die zugeschaut haben, wie gesagt, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal in the Green Hell. Oder Green Hell, ne, und darfst du mitmachen? Ich frag mal Buggy und Sasu ganz nett, wir schauen mal, die haben allerdings nur 4-Slot-Server, ist auch mit Passwort und sowas halt, bla bla bla, ich frag ihn aber mal ganz lieb, ne. Gut. Damit würde ich sagen, liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Stream wieder und bis dann im Dschungel. Ciao.